Es ist 4 Uhr. Es ist Zeit für das Feierabendbier. Hier ist der Podcast Kein Bier vor 4 mit Heiko und Gregor. Ich sehe dich, Heike. Hä? Ich dich auch. Du bist Homer Simpson. Ja, wir sitzen uns ja sehr selten gegenüber, das muss man ja dann schon manchmal erwähnen. Tun wir das schon, ja, doch. Hin und wieder. Aber jetzt haben wir was, so machen. Wir haben jetzt aber was zwischen uns stehen. Ja. Und das finde ich ein bisschen, hättest du mich noch erst noch dramatisieren lassen. Okay, dann dramatisieren. Jetzt hast du es schon da gesagt. Da steht doch gar kein Bier, ich setze mich hier rüber. Ja. Ja, zwischen uns steht eine ganze Menge Gerümpel, eine Dreiersteckdose, 2 Gläser und 3 Flaschen Bier, die du so diagonal angeordnet hast. Du willst mir damit irgendwas mitteilen, vermute ich. Ja, wenn wir doch schon mal beisammen sitzen, dann kann man ja auch mal vielleicht mehr wie ein Bier aufmachen und so auch mal gegeneinander probieren. Wir könnten, ja okay, die sind ja festgemacht, die Korken, das ist gut, weil sonst hätte ich gesagt, gegen die Decke schießen gilt nicht. Was haben wir denn hier? Also ich war ja wieder mal in Düsseldorf und Mettmann, werde ich nachher auch noch was sehr Lustiges zu erzählen haben. Düsseldorf, Mettmann, da sage ich, ich nehme mal die Flasche, die mir am nächsten steht und versuche es falsch zu lesen. Füchschen alt. Ja, jemand anderes würde auch einfach Füchschen sagen. Ja. Also es sind überhaupt 3 Altbiere aus Düsseldorf, die da in, da gibt es ja sehr viele Hausbrauereien in der Altstadt. Du weißt, was mich dazu bewegt hat, es Füchschen zu nennen? Hm? Dass das ein normales S ist und kein lang S. Stimmt, ja. Aber es ist alte Schrift, aber das S ist modern. Also das ist eigenartig. Das hätte eigentlich, wobei doch, Füchs, ich stell's mal wieder hin, also furchtbar kalt. Ja, die kommen auch frisch aus dem Kühlschrank. Dann habe ich hier, vor mir steht das Ürige, das leckere Kröpke-Bier. Ürig? Nee, Kröppe-Bier. Kröppe. Kröpke, das ist ein K noch. Ist auch ein Altbier aus der Düsseldorfer Altstadt. Und was ist das in der Mitte? Da steht was drauf von Originalschlüssel. Ja, dann. Das schlüsselt uns dann vermutlich ganz schön. Hast du eins davon schon mal probiert? Alle 3. Okay, du bist mir im Vorteil gegenüber, das ist natürlich gemein. Ich hätte auch noch eine 4. Sorte im Kühlschrank, aber ich dachte, ich übertreibe es jetzt mal nicht. Ich glaube, das ist schon eine gute Dosierung. Ja. Das sind hier immerhin, ist das die Flaschengröße Maurertod? Maurertod? Ja, so heißen im Münsterland alle 0,5er Flaschen. Weil die Maurer, die haben ja normalerweise auf der Baustelle immer Bier getrunken und die kriegten dann immer diese 0,33er Bottles, weil die 0,5er, die heißen Maurertod, weil sie die Leute zu schnell betrunken machen. Ah. Weil sie zu groß sind. Ja, dann? Ja. Wollen wir mal aufmachen. Wollen wir immer mit demselben zusammen, dass wir vergleichen können, oder? In welcher Reihenfolge würdest du sie empfehlen? Gibt's da was? Eventuell das, was in der Mitte steht zum Schluss, das Schlüssel. Mhm. Das fand ich nämlich so sehr, sehr, sehr gut. Weil es Schlüssel heißt, zum Schlüssel. Das hat einen schönen malzigen Geschmack gehabt, das habe ich noch so in Erinnerung. Ja. Die anderen beiden, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Meinst du, die tun sich nicht viel? Die könnten ziemlich ähnlich sein. Dann such du mal eins aus, mit dem wir anfangen. Ich komme nicht dran. Meine Arme sind alle zu kurz. Fangen wir mit dem Ürigen an. Ja, Gregors Arme sind länger, er schafft das. Außerdem soll der hier seinen Mischer unter Bier setzen und nicht ich versehentlich hier das Studio. Gibt seit 1862. Oh, hoffentlich Ürige, ist es neuer. Obergärige Hausbrauerei Düsseldorf. Obergärig, dann gucke ich mal, was hier drauf steht. Das müssten die alle sein. Das ist ja alles die gleiche Machart. Hausgebraut in der Brauerei zum Füchschen. Füchschen. Ja, komm ey, ein Fehler muss in diese Sendung. Hier steht aber gar nichts von Oberbär. Warum wack angeres? Steht hier noch drauf, auf schönem rheinländischen Dialekt. Ach du, ja, den kann ich dann auch, wenn ich da mal ein paar von... Warum sitzen wir eigentlich so weit auseinander? Oh, na, verstehe ich. Ich kann mich auch rübersetzen zu dir, da ist ja auch noch ein Mikrofon. Brille. Das leckere Dröpke. Was steht da noch? Seit 1862 hausgebraut und abgefüllt. Ich finde, das sollte man ein bisschen einkürzen. Auf seit 1862 abgefüllt. Ja. Weil wir werden jetzt gleich auch abgefüllt. Wir werden auch abgefüllt. Wir haben deswegen ja heute 3 Warum? Flaschen. Was? Auf jeden Fall ist das für dich ja schon ein richtiger Kulturschock. Mal kein Bier aus der PET-Flasche. Hat tatsächlich in diesem Fall den Vorteil, das Ding hat ebenfalls einen verstöpselbaren Stöpsel. Ja.
Soll ich das mal bombardieren? Ja, mach mal auf. Geht das so? Ja. Plupp. Irgendwas hat mitgedröhnt. Ja, das ist von dem Tisch hier, diese ganzen Metall, unterm Tisch. Nee, das ist unterm Tisch, was damit vibriert hat. Stimmt, der Tisch vibriert. Ich rieche dran. Ich gebe dir einfach mal mein Glas rüber. Ich rieche Bier. Oder, ich wollte sagen, ich könnte natürlich... Oder füll dir was ein, gib mir die Flasche rüber, ist vielleicht einfacher. Gut, dann fülle ich mir jetzt gerade mal was ein, ganz vorsichtig. Oh, es brennt, es hat geraucht. Ach so, das muss man ja immer näher machen. Ja, sonst denken die ja wieder, wir verarschen. Nein, du musst das besser machen, weil ich habe. Du hast ja gar keinen Schaum, was hast du denn da gemacht? Ich mache vorsichtig. Schaum kommt später, so. Alter! Danke. Ich komme mir vor, was war das Bild von Michelangelo da mit den beiden Fingern? Das machen wir jetzt gerade. Ganz lange Arme. Einer sitzt auf der Wolke, der andere liegt am Boden und sie tippen sich mit den Zeigefingern an. Das ganz berühmte Bild. Siehst du, der macht sich nämlich voll den Schaumbüppel. Ja. Ja, dann hast du den Schaum, ich hab den Rest. Ja, du hast mehr Bier dafür. Ja. Das Etikett kann man nochmal beschreiben. Es ist rote Schrift und da tanzt so ein Männchen in der... Im U rum, also Ürige oder Urige. Ein Männchen tanzt im Ü. Ja, wenn du mir das Ding da vorlegst, den Schlüssel da vorstellst, kann ich das Männchen nicht sehen. Ja, das sieht ein bisschen, wie soll ich sagen, was hat denn der da in der Hand, der? Der hat, das sieht aus, als hätte der einen Bierkrug anstatt einer Hand. Irgendwas, oder er hält eine kleine Taschenlampe hoch. Kleine Taschenlampe brennen. Außerdem... Macht der hier, wie heißt das hier? Der tanzt an so einer Stange. Ja. Und. Table Dance. Sieht schon sehr betrunken aus. Also, wenn wir nachher genauso hier in den Seilen hängen, dann würde ich sagen, dann war das. Und das direkt beim ersten Bier, ne? Das muss man sich ja dann auch mal vorstellen. Ja, wollen wir noch mal gucken, hä? Ja. Wie lang ist der Tag? Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit heute. Es riecht? Es riecht gut. Es riecht hefig. Dann hast du die ganze Hefe. Du hast ja auch erst eingeschüttet. Ja. Wobei Obergäriges heißt, dass die Hefe ja oben ist. Ja, dann habe ich die ganze Hefe. Ja, aber die ist ja nicht mehr drin. Also wenn, dann sind nur noch irgendwelche Reste drin. Also die Nase sagt, es riecht nach einem Bier. Und zwar nach einem Bier mit Alkohol. Dann Prost. Hups, Hopfen. Ja. Der ging gerade durch die Nase. Durch die Nase. Ja, so ausatmen technisch so. Ja. So wie Drachen Feuer spucken, spuckte meine Nase gerade Hopfen. Ist ein bisschen bitterer, als ich erwartet hätte. Mhm. Ja, die sind sehr, sehr dunkel auch in der Farbe. Und man denkt erstmal süßlich. Ja, das ist auch das tatsächlich die Assoziation, die ich mit dunklen Bieren habe. Ja, man denkt immer Malzbier, ne? Malzbier, ja. Dunkel und sehr süß. Ja, dabei kann man ja auch den Hopfen platt rösten, ne? Ja, aber das hat so einen ziemlich interessanten Nachgeschmack, der also erst nach einer Weile kommt. Der Geruch hat auf jeden Fall nichts mit dem Geschmack zu tun. Mhm. Mhm. Sehr unterschiedlich, das stimmt. So, jetzt habe ich auch die letzten Kokosstreusel. Ja, wir haben gerade noch Kuchen gegessen vor der Sendung. Mhm. Ich habe noch ein Stück hier stehen. Was? Ich dachte, du hättest aufgegessen. Nee, Mensch. Ich habe hier eben die andere Sendung nur noch abgemischt. Du hast nur gebunkert, ne? Ja, ich kann jetzt hier gleich, wenn du länger was erzählen solltest, dann fange ich an, Kuchen zu essen. Fängst du an zu mümmeln. Genau. Ja. Ja, wir haben nämlich gerade ein gemeinsames langjähriges Projekt beerdigt. Genau. Wir haben uns ja kennengelernt beim Morgenmagazin von Radio Unerhört Marburg. Ja. Und haben eben die letzte Sendung aufgenommen. Und haben das Murmeltier nicht zu Grabe getragen, sondern haben es transferiert in eine neue Lebensform. Ja, die Sendung läuft im Radio einen Tag, nachdem diese Sendung hier als Podcast erscheint. Aber bei Radio Unerhört gibt es die Sendung dann auch eine Weile noch zum Nachhören. Ja, und ich glaube, ihr werdet dort... mit uns feiern, dass das vorbei ist. Meinst du, so schlimm? Doch, ich glaube, wir haben da ganz schön Packungen. Wir hätten deutlich mehr Musik reinschneiden müssen. Hm. Denn wir haben ganz schön viele Themenhopser gemacht. Und ja. Sehr, sehr fiese. Ist eine Sendung zum Zuhören, nicht für nebenbei. Ja, und zum Zurückspulen vor allem. Also holt euch die wirklich als Podcast und dann spult mal hin oder her. Mhm. Ja. Leckerer Nachgeschmack. So der Malzgeschmack kommt echt so im Nachhinein bei dem. Oh, ich kollidiere hier gerade mit dem Mikrofon und dem Kopfhörer. Ja, das ist alles robust. Hm.
Ja, ich war ja wieder mal in Düsseldorf. In Mettmann. Auch in Mettmann, ja. Also Mettmann ist in der Nähe von Düsseldorf. Genau, das ist in der Nähe. Und da hat der Da war ich auch wieder in diesem großartigen Pub. Du hast, ah ja, okay. Also, ja, von dem stimmt. Da hast du sehr viel letztes Mal erzählt. Ja. Dieser Pub, der, dann gebe ich dir mal den Schlüssel zur Ferienwohnung. Genau. Ich war ja überhaupt in dieser Ferienwohnung, weil Desi, meine Frau, eine Operation hatte in Düsseldorf. Und zur Nachkontrolle mussten wir noch zweimal dahin. Ja. Das erste Mal war recht unspektakulär. Das zweite Mal, haben wir dann halt noch gesagt, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit mit und fahren nochmal nach Mettmann und gehen nochmal in den Pub, gehen dann nochmal zusammen essen und war auch wieder sehr gut und haben irisches Bier getrunken und so. Und nochmal so ein bisschen mit der Wirtin gequatscht. Und ja, eigentlich ist die Ferienwohnung ja auch noch frei, haben wir dann so rausgekriegt über Ostern. Und jetzt werden wir sogar Ostern nochmal dahin fahren, aber dann so rein zum Urlaub machen und um die Region nochmal ein bisschen einfach zu erkunden. Einfach nur, um sich abzureagieren und ins Neandertal-Museum zu gehen und solche Sachen, ne? Genau, und Mettmann ist ja direkt da, Neandertal, das kann man sich mal angucken, es wäre wohl das zweitmeistbesuchte Museum in Nordrhein-Westfalen. Okay, und das meistbesuchte? Das darfst du mal raten, ob du da darauf kommst. Da komme ich nicht drauf. Es ist in Köln. Ja, ich wollte sagen, Münster. Es ist am Rheinufer. Ist das möglicherweise das Karnevalsmuseum? Nein, das Schokoladenmuseum. Ja, war klar. Mhm. Es gibt auch irgendwo ein Fesselmuseum in Deutschland. In Rüdesheim gibt es ein Foltermuseum. Ja. Wollte ich auch immer mal rein. Es gibt sehr viele, sehr merkwürdige Museen. Guckt euch die an, sag ich jetzt einfach mal. Ich selber fahre ja leider nie los wegen sowas. Komm doch mal mit zu sowas. Ich habe mal in einem Museum gearbeitet. Also im Museum Münster, das Naturkundemuseum Münster, was direkt am Münsteraner Zoo steht. Ja. Und da habe ich ein Volontariat gemacht, als ich meine Ausbildung als Tierpräparator fertig hatte. Und hatte ich da 2 Jahre, von denen habe ich 13 Monate voll gemacht, bevor es mich nach Marburg verschlagen hat. Ja, und da haben wir dann unter anderem solche lustigen Dinge gemacht wie Zentralstelle für Präparationstechnik Nordrhein-Westfalen, weil dieses Museum Münster dafür zuständig war, für alle Heimatmuseen und für alle westfälischen Museen quasi die Präparationen zu machen. Und dann haben wir unter anderem ein Pferd ausgestopft oder besser gesagt präpariert, ausstopfen sagt man dazu nicht, sondern Thermoplastik gemacht. Sprich, eine Statue ohne Fell gebaut, darüber dann das Fell befestigt. Aber vorher halt diese Statue gebaut aus 2 schweren, großen, blauen Riesentonnen Ton. Das ist uns dann, während wir diesen Ton da aufmodellierten, wir hatten zwar einen Lattenverhau darunter mit ein bisschen Kaninchendraht, damit wir da nicht diese ganzen Tonnen, so ein Riesenpferd drauf modellieren müssen. Aber dann kippte uns das Gestell nach hinten weg, weil das dann doch zu schwer wurde vom Gewicht. Da musste dann der Museumsschweißer kommen und musste eine Verstärkungsstange reinschweißen, weil uns ansonsten das Pferd nach hinten in die Knie gegangen wäre. Ja, und das war ein Job. Also da waren sehr viele lustige Jobs. Unter anderem hatten wir dann auch immer mal so Abziehen von toten Tieren aus dem Zoo. Wenn dann mal so eine Robbe gestorben war oder so, dann konntest du halt feststellen, ja, die Robbe ist jetzt zwar schon 24 Stunden tot, die hat aber immer noch 37 Grad, weil die so gut isoliert sind von ihrer Speckschicht. Ach. Und die kühlen einfach nicht aus. Und das dauert. Ja, das dauert extrem. Und dann haben wir auch ein ganz kleines Nashornbaby frisch geboren. Das hatte die Mutter leider genau auf den Stromzaun geboren. Und dann war es das und da habe ich festgestellt, ganz kleine Nashörner, so gerade wenn sie geboren sind, die haben schwabbelige Füße. Und solche Sachen mehr. Also da könnte ich, ich glaube aus dem Museum Münster, da kann ich lang und breit erzählen. Also, aber es ist nicht das meistbesuchte Museum. Ja, wir waren auch neulich in einem Museum in Wiesbaden. Ja. Ich glaube, das heißt auch nur Museum Wiesbaden. Ein Teil ist mehr so eine Jugendstilausstellung und der Rest ist auch so Naturkunde. Ja. Also hauptsächlich Tiere. Ja. Und da war auch viel nicht ausgestopftes, präpariertes. Die haben, also in Wiesbaden haben sie auch regelmäßig, also Wanderausstellungen haben ja die meisten Museen. Und in Wiesbaden, da kenne ich sogar den Präparator, den kenne ich persönlich. Ja. Ist ein sehr netter Mensch. Ich weiß jetzt auch nicht, der ist dann irgendwann mal zum leitenden, Sammlungsleiter oder so ernannt worden.
Der kommt ursprünglich, kommt der aus der Käferecke und da wären wir wieder beim Thema. Deswegen waren da auch so viele Käfer. Ja, der ist ursprünglich, ist der Entomologe. Ja. Und das Witzige ist, während ich meine Ausbildung in Bochum gemacht habe, von 85 bis 87, hat der in Marburg studiert. Und dann ist der, nach seinem Studium, hat er dann eine Präparatorenausbildung gemacht und ich bin dann in Marburg angefangen als Präparator. Und dann kam der irgendwann, kam der mal zu Besuch und wir stellten fest, ja, wir haben uns in Gegenrichtung um ein Jahr verpasst. Ah. Also ich war noch in der Ausbildung, während er studierte und er war in der Ausbildung, während ich arbeitete. Ja. Und das war sehr lustig. Ja, überhaupt das Museum, da konnte ich jetzt sehr empfehlen in Wiesbaden. Ja, viel so Kleingetier, Vögel, sehr viel Fische, wobei die natürlich nicht präpariert waren. Das waren wahrscheinlich Gipsnachgüsse und nee, sowas. Nee, das ist viel moderner. Viel moderner. Da wird mit Glasfieber und mit allem Möglichen gearbeitet, mit PU und mit. Okay, deswegen haben die so geglänzt. Mit Kunststoffen ohne Ende. Also Fische unter Wasser glänzen ja gar nicht, ne? Weil wenn die unter Wasser sind, dann glänzen die nicht. Dann sind die so samtig, matt und die glänzen erst, wenn sie quasi aus dem Wasser raus sind und der Wasserfilm drauf ist. Ah. Und das mussten wir mal bei einer Wanderausstellung, also bei einer Ausstellung wandernde Tierarten, mussten wir das mal berücksichtigen, weil ja auch Heringsschwärme wandernde Fische sind. Ja. Und dann hieß es, ja, wie soll ich die denn jetzt machen? Ja, mach die matt. Ja, aber so sehen Heringe nicht aus. Doch, unter Wasser sehen Heringe matt aus. Ja. Die sind zwar silbern glänzend, aber die Hautoberfläche selber glänzt nicht. Weil die sind ja nicht wie lackiert, sondern die schwimmen ja in dem Wasser drin. Und da drin sind die nicht hochglanzpoliert. Ja, ja. Und dann hatten wir einen Schwarm Heringe, die waren dann aus Epoxidharz. Ja. Waren dann alle aus der gleichen Form, weil sollte ja ein Schwarm werden, ne? Und wir hatten irgendwie einen Hering abgeformt oder so. Und dann wurde der halt 11-mal geklont und ja. Wurde dann mit Silberfolie auf der unter einer Lackschicht oder so kam dann eine Silberfolie und die Lackschicht war dann seidenmatt. Dann die Heringe sollten ja so tun, als wären sie im Wasser, während sie da in dieser Vitrine rumhingen. Und solche Faxen mehr, ne? Ja. Also Fische ist normalerweise, also die macht man sehr selten, dass man quasi mit der echten Haut macht, sondern die formt man meistens ab. Und dann werden die angemalt, oder? Dann werden die entsprechend koloriert. Angemalt kannst du auch dazu sagen. Ich benutze lieber das Wort, was weniger Leute aufregt. Ja, das muss aber auch jemand machen, der das gut kann. Also. Da gibt es auch Fische, da gibt es normalerweise, wenn ein Präparator sich spezialisiert oder eine Präparatorin, Fische gibt es nur ganz wenige und die machen dann nur noch das. Die machen gar nichts anderes als Fische. Also wer sich auf Fische spezialisiert, der kann dann damit lebenslang Geld verdienen. Hatte ich übrigens auch mal in der Frühschicht das Blinker-Sonderheft Fischpräparation mit. Da habe ich dann eine Frühschicht lang die ganze Zeit nur darüber erzählt, wie Fische präpariert werden. Ja, und das geht dann wahrscheinlich eher so, Abdruck und dann das Kolorieren richtig, weil was machst du meistens mit Airbrush. Aus dem Original, das ist, hält sich halt nicht lange. Es gibt Fische mit gedeckten Farben. Ich durfte mal einen Schlammpeitzker anmalen. Das ist so ein kleiner graubrauner Fisch mit dunkelbraunen Punkten. Boah, der war so, wie soll ich sagen, ich hatte ein bisschen viel Farbe. Der hatte nachher, Struktur. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so geplant war. Also das war der erste Fisch, den ich, glaube ich, gemacht habe und den ich da irgendwie angemalt habe. Und damals konnte ich mit Farbe noch nicht so gut umgehen wie heute. Und heute mache ich keine Fische mehr. Ja. Ja. Tja. So sieht's aus. Ja, ich war bei Düsseldorf. Wenn wir dann ja nochmal da waren, zur zweiten Nachkontrolle sind wir erst noch ein bisschen durch Düsseldorf gelaufen. Und wie das so ist, wenn man eine lange Reise hinter sich hat, kommt man ein bisschen hungrig an. Also die Autobahnraststätte Aggertal Nord oder Ost? Ich weiß es nicht mehr. Aggertal. Aggertal. Agger mit Doppel-G. Also sozusagen das Acker mit G-G. Ja, Aggertal. Ich glaube Nord hieß sie. Okay. Aggertal. Also in Richtung Köln von Siegen aus kommend. Na, dann klingt das schon richtig. Ist ja erstmal auch so, ne, Raststätte. Ich habe, glaube ich, noch nie auf einer Autobahnraststätte gegessen. Okay. Und ich hatte es auch eigentlich nicht vor. Und als ich dann gesehen habe, das Restaurant da ist zu, dachte ich auch, ja,
Schlimmeres blieb mir erspart. Hunger habe ich trotzdem. Mhm. Bin ich in so eine Tankstelle rein. Für unfassbar viel Geld. Eine sehr schlechte Frikadelle im Brötchen, wobei das Brötchen nicht mal aufgeschnitten war. Mhm. Das musstest du selber halbieren. Ja, ohne Messer ist das natürlich auch so. So mit Chaka-Handschlag. Ja, so irgendwie. Okay, nicht wirklich satt in Düsseldorf angekommen. Mhm. Ja, S-Bahn-Station Bilk, Treppe runter. Oh geil, Pommesbude. Aha. Was erwartest du, wenn du in eine Pommesbude gehst? Die Frage hatten wir schon mal. Diesmal, aber damals ging es um eine Currywurst auf dem Berg. Currywurst auf dem Berg? Ja, wo ganz oben auf dem Berg eine Currywurst. Oh, ja, in Bayern auf dem Wendelstein. Ist das jetzt mindestens genauso schlimm? Nee. Ich habe Pommes gekriegt. Sie waren auch genießbarer wie das, was ich damals auf dem Wendelstein gekriegt habe. Aber, oder frage ich anders? Also, sie macht nicht den ersten. Du gehst da rein, willst dir Pommes kaufen. Ja. Was denkst du, wie so ein Gespräch abläuft? So ein Pommesgespräch. Ja, so ein Pommesgespräch. Kommt drauf an. Also ich habe früher öfter mal probiert mit Mantaplatte Rot-Weiß oder Pommes-Schranke. Okay, ja. Nee, ich bin da reingegangen. Frittenwerk hieß der Laden. Aha. Und dachte erstmal, was ist denn das hier? Oh wei. McDonald's in klein. Es sah alles so ein bisschen aus, so Bestellterminal, wo du selber bestellen kannst. Frittenberg. Über der Theke hingen so die anschaulichen großen Bilder von irgendwelchen Currywürsten mit also Pommes. Ich hätte gesagt, ich hätte dann gern mal einen Frittenberg. Naja, auf jeden Fall überall Bilder von irgendwelchen Currywürsten mit Pommes. Also Pornos von Currywurst. Ja, halt so, dass du sagen kannst, bestellen. Aber nirgendwo waren nur Pommes. Und ich wollte einfach nur Pommes. Ich wollte gar keine Wurst. Ja. Dann sage ich zu der Frau, guten Tag, ich hätte gern einfach nur Pommes, aber ohne Wurst. Aha. Habt ihr das auch? Ja, nee, sie müssen schon was nehmen, was bei uns in der Karte steht. Nee, pass auf. Du. Du möchtest also eine Currywurst-Pommes? Nein. Ich möchte nur Pommes. Habt ihr das auch? Ja, das haben wir auch. Also die sowieso King irgendwas Fritten. Ja, Pommes. Ja, die kann ich dir machen. Aha. So an einer Tour wurde ich geduzt. Und die Dame an der Theke hat auch echt versucht, wie oft kriegt man so ein Duzen in einen Satz rein? Okay. Aber dann, seinen Namen hatte sie nicht, weil sonst hätte sie gesagt, Nein, ich habe nachher einen Namen bekommen, aber dazu gleich. Okay. Gut, dann stand da so eine Karte mit verschiedenen Pommessoßen. Dachte ich, ach, sehr schön, dass es hier mehr gibt wie nur Ketchup Mayo. Ja. Ich frage, sind das, kann man sich da eine aussuchen? Ja, die kannst du dir auf deine Fritten machen. Kannst du dir auf deine? Ja, also immer wieder du. Du. Dann habe ich mir eine ausgesucht, irgendwas Zitronen, irgendwas. Klang lecker, schmeckte absolut abscheulich. Schmeckte wie Klostein? Es schmeckte wie, ja, so, weiß ich nicht. Irgendwie zitronig hat es geschmeckt, aber so der Rest war irgendwie so, nee. Also eine Mayo wäre mir dann irgendwie im Nachgang doch lieber gewesen. Okay. Gut, dann irgendwie versucht dazu bestellen, viel du ertragen. Ich mag das ja irgendwie nicht so. Vor allem in so Läden. Ja, das ist so anbiedernd, ne? Möchtest du noch einen Beleg von deiner Karte? Nein. Ist nicht Hunger. Meine. Gut, fertig. Ich krieg die Quittung in die Hand. Ja, dauert 2-3 Minuten. Der Rufname ist dann Urmel. Sag mal, ist das so eine Hipster-Mode gewesen? Ja, das habe ich aber auch dann erst so richtig begriffen. Aha. Und dachte, genauso wie du geguckt hast, stand ich vor der Frau. Aha. Das ist ja nett. Urmel. Die Quittung habe ich noch, wo Urmel drüber steht. Na, hoffentlich konntest du dir das auch merken, als du dann aufgerufen wurdest, ne? Urmel? Es stand zwischenzeitlich hinter mir noch ein Mädel, hat sich dann auch irgendwas bestellt. Rufname Saturn, habe ich mal so mal geguckt. Was kommt da noch für random Begriffe aus der Kasse raus? Rufname Saturn. Irgendwann ging es dann auch aus der Küche. Saturn! Saturn, deine Fritten sind fertig. Und ich dachte so, mal gucken, die Urmel erschallt. Irgendwann kamen sie zu mir, ohne Urmel, aber mit den Pommes, die
naja, so eine halbe Minute noch hätten haben können, eine Fritteuse, und die Soße war ja auch wirklich mehr schlecht wie irgendwas. Mir schweben gerade zwei böse Witze über Pommes im Kopf. Du kannst dir den Spitznamen, den ich an dem Tag hatte, vorstellen. Glaube ich. Nein, mir fällt nur gerade ein, dass Willi Astor ja auch unter anderem einen Sketch über die Pommesbude gemacht hat. Mhm. Und er nennt sie Pommesbude. Mhm. Ja. Ja. Dann hat Urmel irgendwann seine Pommes gekriegt. Irgendwann in der Stadt habe ich gesehen, da ist noch so eine Bude von, ich weiß nicht, ob es eine Kette ist oder auch ob so die nur da ein paar Läden haben. Frittenwerk. Ja, ja. Und das war dann für, ja, nee, das klingt schon nach Hipster. Ja. Also da geht man, da gehst du, danke. Meine Schwiegermutter war noch bei mir. Hm. Die wollte sich eigentlich nur was zu trinken holen. Die hatten da auch so einen Kühlschrank stehen mit Getränken. Sie ging dann während meinem Bestellen irgendwann raus in den nächstbesten Bahnhofskiosk. Ja. Dabei hätte ich doch gerne noch ihren Rufnamen gewusst. Ja, das war ihr wahrscheinlich mit Schrecken in die Knochen gefahren, als sie deinen neuen Namen hörte. Ja, sie stand auch nur neben mir und dachte, das darf alles nicht wahr sein. Wieso machen die das? Keine Ahnung. Ja. Ich fand's furchtbar aufdringlich, den Laden. Ja, okay, aber sie ziehen halt eine bestimmte Klientel und das sind die, die nicht so Alltagspommes essen wollen. Ja. Sondern dann muss es irgendwas mit Werk. Werk ist momentan sowieso total. Oder Manufaktur. In. Manufaktur und Werk. Ja. Das ist ganz in. Da fällt mir der zweite Witz ein, das ist ein Bilderwitz. Da siehst du eine sehr, sehr füllige Frau in einem Bütchen stehen und oben drüber ein dickes Schild. Dicke Fritten. Vor ihr steht ein kleiner Mann. Guckt auf dieses Schild und die Frau knurrt ihn an. Sag jetzt bloß nichts anderes. Ja. Ja, so viel zum Thema. Aber Pommes-Urmel, das... Pommes-Urmel, nee, Fritten-Urmel. Fritten-Urmel, stimmt. Fritten-Urmel aber, mit Zitrone. Aber weißt du, wenn das denn wenigstens auch noch wirklich so herausragend geschmeckt hätte, wie das Tamtam, was sie da einen vorgekaspert haben beim Bestellen. Ich glaube, das Tamtam war der Geschmack. Ja. Das hättest du genießen müssen also, als Vorgang. Die waren wirklich nicht gut. Hm. Also die hätten echt noch einen Moment gekonnt. Und die Soße, nee. Ja, du musst mal überlegen, das ist für den verwöhnten Düsseldorfer Hipster. Ja, wahrscheinlich. Und der verwöhnte Düsseldorfer Hipster kennt zur Genüge gute und leckere Pommes, weil das ist Ruhrgebiet. Hm. Und im Ruhrgebiet gibt es gute Pommes und da muss doch irgendein herausragendes, herausstechendes Geschäftsdenken muss doch dann dahin gehen, dass deine Pommes anders schmecken. Ich habe jetzt gerade den Laden gegoogelt. Okay. Und ich lese dir nur den Webseitentitel vor. Mach mal, ich genieße dazu warte kurz, bevor du es über den Tisch spuckst. Ich stell's Frittenwerk, die Pommesmanufaktur. Alles klar. Ich weiß nicht, welche Designer-Klitsche mit diesem Müll angefangen hat. Aber das ist einfach so ein Gussbaukasten, so ein Gusswurstbaukasten. Das sind die momentanen In-Worte und ich weiß auch nicht, warum die das alle. Also du kannst dann wieder trinken. Ich wollte nur aufpassen. Ich bin fassungslos. Gibt's zigmal in Deutschland, sehe ich. Sogar viermal in Düsseldorf. Und da hast du gerade die beiden nebeneinander liegenden erwischt, ne? Ja, 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 ja. Aber ob die sich das untereinander zutragen, dass du dann jetzt in irgendeinem anderen zigmal in Deutschland, meinetwegen in Nürnberg, eigentlich hätte ich vorher da mal nach Geld anfragen sollen. Ob du da vielleicht dann so urmelmäßig, ob dein Name dir bleibt, ob der dich verfolgt durch die ganze Kette. Ob der vielleicht an meine Kreditkarte gebunden ist. Genau. Guck mal, da kommt wieder Urmel. Hallo Urmel. Hallo Urmel, genau. Willst du wieder diese Zitronengeranienmus zu deinen King-Fritten. Hm. Ich glaube, das ist keine Werbung für die. Also die Pommesbilder auf deren Webseite sehen besser aus wie das, was ich da hatte. Die sind ja auch von Fotografen geschossen. Und Fotografen polieren Äpfel mit Motoröl, damit sie glänzen. Was ist das eigentlich für eine schäbische Webseite? Schäbisch. Die würde ich ja besser machen. Ich würde sagen, biete denen doch mal an, ihnen die Webseite gescheit zu machen. Nee, dann bezahlen die nachher mit Pommes auf deine Kreditkarte. Genau, dann kriegst du hier jeden Tag ein Päckchen für Urmel vor die Tür. Nee. Hallo Urmel, wir haben für dich jetzt auch mal die Veilchensoße ausprobiert. Die magst du doch nach der Zitronengeraniensoße besonders gerne. Urmel. Könnte es sein, Urmel, du, ja, ja. Urmel kommt nicht mal mehr in den Laden. Nee, also
da gehe ich nicht mehr hin. Nee, komm denen mal lieber nicht mehr in die Nähe. Was aber sehr schön war, wir sind da noch ein bisschen rumgelaufen, da gibt es so einen Marktplatz mit eigentlich festen Marktständen, die schon so fest da stehen, dass da schon eine Überdachung drüber ist. Und das ist eigentlich so ein, ja, weiß ich nicht, 100 mal 100 Meter Platz mit diesen Marktständen, wo die Pommes unfassbar gut aussahen. Ich mich mir gewünscht hätte, ich hätte nichts an der S-Bahn geholt. Ja. Ja, da hätte man auch da wahrscheinlich was Besseres finden können. Das sah richtig urig aus. Das waren wirklich so teilweise Wohnwagen, teilweise so Verkaufswagen und daraus dann wird verkauft. Von Blumen über irgendwas zu essen bis irgendwelche Waffelmanufakturen. Eismanufaktur, das heißt Eismanufaktur, ja, das gibt es auch überall. Ich kotze quer durch ganz Marburg, wenn ich das noch einmal lese. Ja, ich meide auch so Läden, also... Nee, alles, was so tut, als wäre da was, als wär, würde da handwerklich gearbeitet und sich dann da in solchen stolzen Bleff-Begriffen vergreift, ist für mich nicht mal Spuk, nicht mal Zauberwerk, sondern einfach nur wegbleiben. Vor allem kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du da garantiert nichts Gutes zu essen bekommst, sondern dass das der letzte Rotz ist, den sie irgendwo tiefkühl billig irgendwas eingekauft haben. Dabei ist das doch Manufaktur. Ja. Piep. Also in. Nee, du bezahlst für manche Namen bezahlst du unverhältnismäßig viel Geld für unverhältnismäßig schlechte Qualität. Ja, und wenn da Manufaktur dran steht, kann man da eigentlich von ausgehen. Hätte der Laden Frittenmanufaktur gehießen, wäre ich da auch nicht reingegangen. Hätte der Laden Frittenfabrik gehießen, wäre ich reingegangen. Frittenfabrik. Ja. Einfach nur wegen dem Stabreim. Ja, dem FF. Ja. Oder war das Alliteration? Ach, leck mich. Ich hoffe, das kam jetzt hier als Anti-Werbung an und nicht als geht da unbedingt hin. Außer ihr wollt Urmel heißen. Ja, weißt du, wir können das mal machen. Wir machen das nächste Mal, machen wir auf dem nächsten Rumfest, machen wir dann die dicke Frittenfabrik. Die dicke Frittenfabrik, ja. Ja, ich meine. Dann machen wir aber auch so eine Liste mit Namen, ja. Wie Urmel und Saturn. Nee, wir nehmen was anderes. Wir nennen die Leute Schienenbus und wir nennen sie Waldhorn, ich gucke mich einfach nur gerade hier um, wir nennen sie Akkordeon und wenn dann irgendjemand kommt dann rein und sagt, ich brauche hier aber gerade dicke Fritten, sag nichts anderes, Kerl, ich warne dich. Ja, dann nicht. Ja, Wetzlar, du kriegst gleich. Ja, Wetzlar. Wetzlar. Ja. Oder Deutz. Guck mal, da kommt schon wieder der Deutz, der nimmt immer eine Wellenfritte. Ja. Nee, das waren natürlich auch so Fritten, wo außen dran noch die Kartoffelschale hängt. Das macht's wichtig. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die extra Aufklebkartoffelschale für sowas haben. Ja, ich glaube wohl. Wahrscheinlich mit irgendwie Malz irgendwie aufgesprüht, ne? Die haben so, so einen Sack, ne? Kartoffelaufkleber, Kartoffelschalenaufkleber. Hm. Also da zuppeln die dann ab, kleben das drauf und dann ist das die echt manufaktierte Fritte. Kann natürlich sein. Ja, die King-Fritte. Die King-Fritte. Ja, können wir, aber über dieses Designer-Geschwafel, da können wir uns, glaube ich, 10 Stunden unterhalten. Hm. Können wir einen eigenen Podcast für machen. Designschwafel-Podcast. Designschwafel, ja. Ja. Nee, mach ich mit. Lassen wir besser. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr raus. Besser ist es. Ja. Aber da ich ja bald nochmal in Düsseldorf bin, nämlich über Ostern, weiß ich, wo ich nicht hingehe. Kannst ja mal reingucken und sagen, na, kennst du mich noch? Ich bin Urmel. Wer sind Sie denn? Ich bin Urmeli. Oh, da würde ich die so hops nehmen, ne? Ja. Wieso duzen Sie mich? Du hast mich auch die ganze Zeit geduzt. Ich duze jetzt zurück. Ja. Ja, es ist ab jetzt wird zurückgeduzt. Jetzt wird zurückgeduzt. Ja. Gerüchten zufolge ist ja Dieter Bohlen der einzige Mensch, der Polizisten duzen darf. Dem das auch gerichtlich erlaubt ist, weil der jeden Menschen duzt. Mhm. Punkt. Fun Fact. Der könnte dann auch in dem Frittenladen Werbung machen. Der könnte da auch zurückduzen. Und ja. Der vom Niveau ist der auch so Frittenladen. Ja. Aber verkauft sich wie geschnitten Brot und hat eine große Fangemeinde in Russland. In Russland? Ja. Ach. Modern Talking ist in Russland ganz oben. Okay. Die lieben diesen 80er-Jahre Fistelpop. Fistelpop. Ja, das ist schon eine arg eigenartige Musik, Modern Talking. Ja, aber in Ländern, in denen du eigentlich noch handgemachte Musik kennst und mit Akkordeon machst,
Da ist das vielleicht einfach mal eine Revolution, wenn du mal einen elektrischen Sound hast, egal ob der aus unseren finstersten 80ern kommt. Aber es kommt ja auch alles wieder. Also ja. Ich habe auch in Düsseldorf wirklich gesehen, dass Leute da mit 90er Jahre Jacken rumlaufen, ja, wo du wirklich denkst, habt ihr die jetzt noch im Schrank gefunden oder gibt's das wirklich wieder? Und dann habe ich gesehen, ja, die gibt's wieder. Die gibt's wieder, ja. Und das hat mich echt erschrocken, dass da so. Das ist bei dir noch gar nicht so lange her. Und ne? Türkisgrün, dass man sowas kombiniert. Das ist bei dir auch noch gar nicht so lange her wie bei mir, dass sozusagen die Mode das Zeitalter, in dem du aufwuchst. Das war meine Kindheit. Ja. Da waren solche Jacken in. Meine Kindheit ist ja schon ein Weilchen her. Schon ein ganzes Weilchen her. Ich habe auch schon die. Jetzt das erste, der Zauberwürfel ist das erste Mal zurückgekommen jetzt. Ja, die gibt's ja schon recht lange wieder. Ja. Und, aber Jacken in Türkis und Pink. Was meinst du, wann der Fidget Spinner wiederkommt? Oh. Ja. Ja, die kommen wieder. Keine Frage. Mm. Next Generation. Irrsinn. Ja. Du hast ja alles noch so viel Bier im Glas. Ja, bremse ich dich aus? Ja. Oh, scheiße. Entschuldigung. Könnt ihr was Nächster aufmachen? Ich darf dich doch nicht ausbremsen, um Himmels Willen. Das alles gut, nicht runterwirken. Gag. Gag? Ja, runterwirken. Ja, ja. Ja. Mach du doch einfach das nächste auf. Ja, dann machen wir das Füchschen auf. Aber wir trinken ja hier auch super schnell, fällt mir gerade auf. Ja, wir haben ja auch drei Flaschen, ne? Dann kann man auch hier mal. Dann können wir uns auch mal schnell betrinken. Ich könnte noch eine vierte holen, aber das ist eine Literflasche. Nee, lass mal lieber langsamer trinken. Ich kann ja mal gucken, was wir hier haben. Also ein Etikett, da ist ein Fuchs, also ein roter Fuchs, der an einem Glas Bier steht. Ein Füchschen. 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 Füchschen, genau. Müssen wir jetzt lange üben, Wetzler. Füchschen. Füchschen. Wetzler. Gebraut nach dem Reinheitsgebot. Füchschen gibt es seit 1848. Was war das Ürige? Das stimmt da alles gar nicht. Füchse gibt es schon viel länger. 1862. Aha, Fuchs ist älter. Fuchs ist älter. Aber immer noch klein, deswegen heißt es ja Chen. Ja. Ja, steht jetzt nicht sonderlich viel drauf. Wie viel Alkohol hatte das denn eben? Du zwingst mich zum dauernden Brille wieder aufsetzen und gingst hier 4,7. Ah, jetzt haben wir 4,8. Wir steigern uns. Wir steigern uns. Was hat das andere, was da steht? Das kann ich auch nicht sehen, da sehe ich 5. Nur. Oh, dann haben wir eine 18,50 auf dem Etikett des anderen. Das heißt, wir werden jetzt immer hochprozentiger. Ja, Achtung, fertig. Puff. Oh, hat's geschneit bei dir? Ja, die Brille ist jetzt nass. Ja, ich sehe auch eine Rauchwolke aufsteigen um dich herum. Besser gesagt, das ist eher eine Nebelwolke. So ein Dampf, der vom Bier aufstieg. Oder hast mir aber viel übergelassen. Ja, ist arg viel Schaum geworden bei mir. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwo anders schütte, damit ich nicht die Technik erledige. Ja, bei dir ist ja zum Glück nicht so viel Technik. Ja, aber auch die ist erledigbar. Ja. So, guck, jetzt habe ich mir nämlich auch mal einen Schaumberg aufgegossen. Ui. Ein bisschen ist noch drin. Ja. Da können wir uns gleich drum kloppen. Können wir nachfüllen. Wenn der Schaum weg ist. Ein Schaumberg. Ui. Ja. Ist auch rötliche Farbe. Ich halte das mal hier genau in den einen Sonnenstrahl. Wo ist er denn? Ja, doch. Oh, da, way. So. Schön rot. Ist ein schönes Braunrot. Schön dunkel. Da spiegelt sich jetzt die Sonne drin, als wäre ich eine Bierwerbung. Wie so ein Rotfuchs, aber deswegen ist ja auch dieser rote Fuchs da drauf wahrscheinlich. Genau wegen solchen Witzen habe ich mir die Haare abgemacht. Ja, Heike sitzt vor mir mit einer Haarlänge von vielleicht 3 Millimetern. Ja, das könnte es mittlerweile schon wieder sein. Oh, das hat aber einen eigenartigen Geruch. Oh ja, das riecht für meine Begriffe mehr nach Hefe. Aber auch anders nach Hefe. Andere Hefe. Also nicht so nach der klassischen Bierhefe, sondern eher so Backhefe. Backhefe, genau, ja. Wollte ich sagen. Also so ein bisschen würziger, so als wäre Salz mit drin. Ja. Ja, Backhefe. Aber ja, klar, dann verwenden die auf jeden Fall irgendeine andere Hefekultur wie... Eine Backhefe vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht können wir das nächste... Wobei Bierhefe, wenn man sie im Reformhaus kauft, als Trunk? Wie als Trunk. Bierhefe konntest du früher in so Halbliter Plastik-Viereckflaschen für ganz teuer im Reformhaus kaufen. Warum? Gesund.
Das damalige Hipster hieß Reformhaus. Also Hefe ist für den Darm nicht gesund. Also Bierhefe ist, war ein Gesundtrunk, galt so. Und ich rede jetzt von 1989 aufwärts. Das ist so Anfang der 90er war das der Gesundtrunk. Dann kommt es ja auch bald wieder. Das kommt bestimmt wieder, aber danach riecht das. So, jetzt habe ich genug dran geschnüffelt. Jetzt muss ich mal gucken, wie sich der Schaum an der Nase anfühlt. Wie das schmeckt hier von der Biermanufaktur. Also, ich sag mal, der Schaum an der Nase fühlt sich an wie Bierschaum. Was sagt der Geschmack? Hast du dich schon getraut? Hm. Geht oh, in, komplett geht in anders. So. Deutlich andere Richtung. So ein bisschen mehr herber. Auf jeden Fall so ein bisschen mehr in die Pilzrichtung. Ich finde weniger herb. Also Echt? Ich fand das andere eben, das fand ich unerwartet herb. Vielleicht bin ich deswegen jetzt bei diesem schon abgestumpft. Also hier, das schmeckt komplett unerwartet ganz anders. Also ist mit dem von eben wenig zu vergleichen, ist aber auch ein Altbier. Ja, und auch da passt wieder der Geruch nicht zum Geschmack. So. Ja, der wahrscheinlich der Geschmack, muss man beim Trinken einatmen. Das riecht wirklich sehr nach der Hefe und schmeckt enorm nach Malz. Ich finde eher ein bisschen nach Uhu, aber... Nach Uhu? Vielleicht habe ich auch die falsche Flasche erwischt. Heike hält gerade eine Flasche Uhu-Kleber hoch, die hier zufällig im Studio rumliegt. Ja, die lag eben auch. Ich habe sie wieder hingestellt. Ja. Aber gleich lege ich sie wieder hin. Hier liegt so einiges an Zeug rum. Ja, das ist ganz erstaunlich, dass ich gar keine Nebengeräusche mache. Die Kugelschreiber habe ich brav beiseite. Ich glaube, hier liegt einfach genug rum, wo ich dann so dran kippen. Ja, es gibt Sendungen, da spielst du ganz viel. Ja. Ja. Ja, ich muss mich da auch immer auf die Hände setzen, wäre blöd, weil bei diesen Hockern, auf denen ich hier sitze, da könnte ich da möglicherweise einfach runterfallen. Was hast du denn für einen? Den Rollhocker. Den Rollhocker, ja. Nicht den Stehhocker mit Dreh. Ja, hier gibt es verschiedene Stühle im Studio. Ja. Ja, jetzt sitzen wir hier. Ich bin irgendwie noch gar nicht über die letzte Sendung weg. Wieso? Die dröhnt mir noch im Kopf. Die wir eben aufgenommen haben. Hier. Ja, wir können ja weiter über das Radio sprechen. Radio machen, nicht Radio sprechen. Ja. Ja. Wir hatten ein Fest im Radio. Genau. Ein großes, also war von ein kompletter Nachmittag und Abend. Vor allem hatten wir endlich mal wieder überhaupt ein Fest im Radio. Seit 2016 haben wir keins mehr gehabt, meine ich. Ja. Vielleicht sogar schon früher. Also an das 2016-Fest kann ich mich nicht mehr erinnern, da war ich wahrscheinlich gar nicht da. Ich weiß auch nicht, ob wir 2016 eins hatten. Wir hatten mal 2012, glaube ich, eins. Ja, auf jeden Fall. Da weiß ich noch, da habe ich nämlich als DJ mal ein bisschen was gemacht an dem Abend. Ja, DJ. Und dieses Mal hatten wir so ein bisschen Tag der offenen Tür. Mhm. Leute kamen vorbei zum Waffenessen. Die Tür war wirklich offen. Die Tür war sehr offen, ja. Ja, die wollte gar nicht wieder zugehen. Ja, gab Waffeln. Ja. Und kalte Getränke und warme auch. Ja. Und Leute konnten vorbeigucken, sich in das neue Studio setzen. Hm. Mit vielen Leuten gesprochen. Hat echt Spaß Wie viele gemacht. Hattest du denn da im Studio? Ich bin erst später dazu gekommen. Immer mal welche am Anfang, bis später dann sich so eine Horde bildete, die eigentlich nicht mehr wegging. Ja, die sind. Und zu der kamst du dazu. Die sind mir dann auch gefolgt in Studio B, als die Musik dann so laut wurde, dass wir alle dachten, wir haben keine Ohrenstöpsel und hopsen können wir auch alle nicht, weil wir alle Ischias alte Leute, und dann saßen wir in Studio B und hörten uns das teilweise über den Flur an, mit enormem Echo und teilweise im Radio. Ja, wir hatten nämlich dann abends ein Live-Konzert von einer Rockband. Mhm. Rock-Cover-Band. Die war aber komplett ohne Röcke. Das ist richtig. Und die haben dann da wirklich mächtig laut gespielt. Mhm. Und wir haben versucht, sie im Radio zu übertragen. Mhm. Mit ordentlich ein paar Mikrofonen abgenommen und so. Und ja, das habt ihr im Studio gehört. Mhm. Weil da konntet ihr die Lautstärke euch einstellen. Ja, wir konnten es leider nicht so ganz regeln, dass die Lautstärke, die über den Flur mit irgendeinem erheblichen Verzug oder Echo kam, sich da nicht einmischte. Wir hatten teilweise so einen Vierteltakt versetzt oder sowas. Das war sehr seltsam und passte dann auch vom Rhythmus nicht mehr so. Dann haben wir beschlossen, wir drehen das jetzt am Mischer mal leise, und ich habe den Leuten, die aus deinem Rudel gar nicht mehr weggehen wollten, dann noch alles Mögliche über Sendearchiv erzählt und so, wo sie dann auch meinten, ja, wozu braucht ihr das denn? Ja, wie viel Energie ist da reingegangen, und kennst du das paretische oder paretisches Pareto-Prinzip?
80% der Arbeit wird in 20% der Zeit gemacht und die restlichen 80% der Zeit gehen drauf für die letzten 20%. Ja, das kenne ich. Ja, das hat er mir lang und breit erklärt. Dann hat er mir auch noch lang und breit erklärt mit, wir sollten unbedingt mal Good Morning Vietnam gucken, den Film. Ja. Weil der wäre ja mit Robbie Williams und das habe ich, glaube ich, dreimal in relativ Das wurde mir auch Zeit. Erzählt. Mhm. Ich gucke kaum Fernsehen und Filme. Ja, das ging mir genauso. Und dann, ja, und warum wir denn nicht mal was von der Waggonhalle oder vom Kfz übernehmen würden? Die hätten doch so tolles Programm. Und dann habe ich auch nur gesagt, ja, wir sind alle ehrenamtlich. Und wo ich gar nicht zugekommen bin, ist dem zu erzählen, dass ich mit der Hörspiel AG schon mal auf die Nase gefallen bin zum Thema, wir übernehmen etwas. Ja. Und ja, das war dann halt so das Gespräch immer. Und wenn die Pause da, als die Band Pause hatte, da flossen wir dann wieder in den allgemeinen Besucherstrom mit hinein. Als die Band dann wieder loslegte, gab es dann die zweite Runde und ich kriegte zu hören, den Film da mit Robbie Williams, den Good Morning Vietnam, den müsst ihr unbedingt mal, hast du den schon gesehen? Ich habe nur gedacht, Junge, ich habe dir schon zweimal gesagt, dass ich keinen Fernseher habe, dass ich Ehrenamtler bin. Und also es kam, weißt du, so so ein bisschen wie unser Wiederholungsprogramm. Die Wiederholungen gab's. Ja. Und Art Wenger hat das Ganze in einem Lied zusammengefasst. Und dieses Lied kann ich ganz kurz wiedergeben. Das ist nämlich A Cappella. Es gibt Wiederholungen. Es gibt Wiederholungen. Ja. Es gibt Wiederholungen. Fertig. Vielleicht hing auch einfach die Platte. Ja, da hingen tatsächlich 4 Platten im Eingangsbereich. Ja. Und 2 Gitarren. Ausgeweidete Gitarren. Ja, da ist ein bisschen dekoriert worden. Ja. Ja, war insgesamt, fand ich es von der Deko super schön. Auch buntes Licht, das war sehr nice. Hat mir gut gefallen. Für mich war ja weniger erquicklich die lauten Teile des Abends. Ja, es wurde dann nachher auch nicht so viel besser von der Lautstärke zumindest. Ja, es ging dann nachher noch mit einer DJ-Party weiter. Und da ging es dann nochmal 2 Stunden lang an die Ohren so richtig. Ah, anderthalb. Ja, eine halbe Stunde war, glaube ich, den Fehler finden im Kabelsalat, ne? Ja, wir wollten ein bisschen eher tatsächlich anfangen und dann gab es audiotechnisch etwas Schwierigkeiten, dass das nicht nur im Raum gut klingt, sondern auch im Radio, beziehungsweise fehlte irgendwie ein Kanal komplett, was dann irgendeinem kaputten Kabel nachher hing. Da hängt es meistens. Ja, bis wir dann gesucht haben. Ich habe dann noch irgendwelche Kabel, die jetzt nicht so vertrauenserweckend aussahen. Die habe ich dann angeschleppt, die funktionierten aber. Die sahen dann wahrscheinlich, weil sie so aussahen. Ja. Die haben einfach abgeschreckt und dadurch wurden sie nie abgenutzt. Ja, und ich dachte so auf die Schnelle, finde ich nichts anderes, probieren wir doch erstmal die, aber die gingen zum Glück. Ja. Und dann konnten die DJs auch anfangen. Waren das diese fiesen rot-blauen? Nein. Das waren selbstgelötete XLR auf Cinch. Sowas gibt's. Ja, sowas gibt's. Ja, ich habe auch einige. Wo du dann wirklich erstmal anfängst zu suchen und so. Ja. Dabei haben wir so viel Cinch. Also, nee, nicht mehr. Wer hat's entsorgt? Keine Ahnung. Ich habe nicht viel gefunden. Also wir haben eine komplette Postkiste voll nur mit Cinch. Ach du liebe Zeit. Aber da ist dann kein XLR-Stöpsel bei. Das ist dann nur Cinch. Ja, nee, die habe ich nicht gefunden, aber da ist auch noch so. Die sind so wahrscheinlich viel, vergraben, so ganz viel Chaos unten. Chaos da, ja. Denn auf das, was ich da 2018 reingestapelt hatte und 2019, da ist später, als ich nicht mehr aktiv im Radio war, sehr viel Chaos draufgekommen. Ja, da ist wirklich ein Raum Chaos und ein Raum Technik, das muss man alles nochmal ein bisschen sortieren. Ja. Ja, aber dann haben die DJs dann auch losgelegt und ja. Ja, war insgesamt eine Party. Und wir haben halt schon lange keine mehr gehabt und wir wollten ja eigentlich eine Wiedereinzugsparty machen und da hatte eigentlich auch die Landesmedienanstalt drauf gehofft, weil die wollten auch gerne mal eingeladen werden ins neue Funkhaus. Tja. Haben wir aber nie gemacht, also weil wir alle nach dem Umzug so platt fahren. Die habe ich aber diesmal eingeladen. Okay. Zumindest mündlich. Okay. Aber von denen hat sich keiner blicken lassen. Haben sich nicht getraut. Ja, ich war nämlich etwa 2 Wochen vor der Party bei der Landesmedienanstalt und habe durchaus gesagt, wir haben da fest, ihr könnt alle vorbeikommen, die hier sitzen. Ja, kamen nicht so viele von da. Aber es waren einige Besucher da, viele, die man auch so noch nie gesehen hat im Radio. Also wirklich interessierte Hörerinnen und Hörer. Ja.
Und da werden vielleicht auch welche hängen bleiben. Das wäre dem Verein zu wünschen. Also ich habe da schon Kontakt zu zweien aufgebaut und mal gucken, was draus wird. Vielleicht kriegt man die irgendwie integriert, dass die dann auch da bleiben und nicht wieder weglaufen. Ja, also schön wäre es auf jeden Fall. Ja, was haben wir sonst noch alles gemacht? Was sonst noch? Da haben wir noch das Schlüsselbier da stehen. Ja, oh Gott, so weit sind wir schon, dass wir in der Vergangenheit von uns selber reden. Oh Mann, nee, ich bin... Ja, was waren noch die letzten Wochen? Also ich bin tatsächlich, habe ich mit dem Layout von dem Buch, von dem ich öfter mal hier erzählt habe, angefangen. Ja. Und da habe ich jetzt, da habe ich tatsächlich strack 2 Wochen reingehängt. Also besser gesagt so eine reine Zeitwoche. Und habe tatsächlich es hingekriegt, das gesamte Skript also einzuhängen in eine Layout-Datei. Wir haben auch am Donnerstag oder Freitag haben wir auch Andrucke bekommen von 11 Farbseiten, weil ich ja gerne wissen wollte, wie die Farben kommen. Jetzt weiß ich halt, dass sie ein bisschen blauer sind, als sie bei mir auf dem Monitor erscheinen. Was mir aber ganz recht ist, weil es soll ein Buch über Wasserinsekten werden. Und da wäre es ja sehr schön, wenn das Blau auch wirklich in Blau ist und nicht in ein Lila oder ein Türkis abhaut. Ne? Das hat ganz gut funktioniert. Und zwischendurch musste ich einmal die Schriftgröße verändern. Also musste eine andere Schriftart installieren, weil das einfach sehr watzig war, was ich da gebaut hatte. Und jetzt habe ich auf meinem Linux-Rechner eine Garamond-Schrift laufen. Die ist da ja standardmäßig nicht drauf. Okay. Und die ist natürlich, mich hat wirklich jetzt eine Geschichte gerettet, kann ich auch ruhig hier sagen, denn das habe ich sogar gekauft und habe die Lizenz dafür. Eine uralte CorelDRAW-CD aus dem Jahr 1992. Wie sie sich korrigiert, 19. Ja, ich muss erstmal gucken, in welchem Jahr ich mit Computern angefangen habe, aber 1992 da, so um die Ecke, wo CorelDRAW 1.0 unterwegs war. Das hat man vor Photoshop benutzt. Das ist kein Pixel-Grafikprogramm, sondern das ist Vektorgrafik. Okay. Das ist vergleichbar mit dem Inkscape, das ich auch hier schon öfter erwähnt hatte. Und CorelDRAW war sozusagen eine eierlegende Wollmilchsau damals. Also das haben wenige Leute, aber die es benutzt haben, sind davon nie wieder weggegangen. Und das hatte 2 Dinge, die das einfach konkurrenzlos machten. Es hatte für jedes Grafikformat, auf jedes andere Grafikformat, Import- und Exportfilter. Ja. Und es hatte 400 Schriftarten an Bord. Wow. Und da war dann da drauf eine uralte Garamond-Schrift und die konnte ich dann halt nehmen, weil dafür hatte ich die Lizenz ja sogar erworben. Und deswegen habe ich auf meinem Linux jetzt ein ganz unfehlbares Profil. Das heißt, jeder Mensch, der sich auskennt mit Ubuntu oder mit Linux, der weiß, dass Webbrowser zum Beispiel grundsätzlich die installierten Fonts abfragen. Und du machst dich schon zu einem Solitär, wenn du irgendwie auch nur eine Schriftart unter Linux dazu installierst, die von Bord wegen nicht dabei ist. Ja. Und damit bin ich jetzt sozusagen mit einem Merkmal im Internet unterwegs, besser als ein Fingerabdruck, mich erkennst du immer. An dieser Schriftart. An der zusätzlichen Schriftart. Ja. Und das war ein Grund, warum ich ganz lange meine eigene TrueType-Font Heike Kralle und Heike Kralle Serif nicht installiert hatte. Weil ich dachte, ich mache mich damit ja unverwechselbar. Das ist meine eigene Handschrift als TTF gebaut. Ja. Und jetzt kann ich die auch wieder installieren. Jetzt bin ich geoutet. Jetzt kann man dich identifizieren im Internet. Ja. Ja. Also von meinem Rechner darf nichts Dummes mehr passieren jetzt. Tut's aber sowieso nicht. Nein, sowas macht man ja nicht. Man macht kein dummes Zeug. Nein, nein. Ganz in Ordnung. Ich kollidiere hier ständig mit dem Plop-Filter. Ja, irgendwann muss man lernen, wie man unter Mikro durch und so. Und dass man nicht den Kopf dreht, klonk. Schon wieder. Ja. Ich habe hier bei mir auf der Seite mittlerweile einen anderen Mikrofonarm. Experimentiere damit rum, aber der gefällt mir doch etwas besser wie das Modell, was du hast. Ja, das hier, ne? Genau, weil wenn die viel benutzt werden, dann machen die immer mehr Geräusche. Quietschbrems. Habe ich da mittlerweile gemerkt. Bei dir auf der Seite, die werden nicht so viel benutzt, die sind noch in Ordnung. Aber der hier war, der machte irgendwann schon Geräusche, da hast du nur mal gegen den Tisch gedonnert und so. Da machte er quiek. Und da wir im Radio ja das eine Studio neu gemacht haben und da auch Mikrofonarme getestet haben, dachte ich, jetzt weiß ich, welche okay sind und von dem Modell auch einen bestellt. Ja.
Ja, kann man ja immer mitnutzen. Ne? Ich meine, Erkenntniszuwachs kann man ja nutzen. Ja, der erste Defekt ist auch schon aufgetreten. Mhm. Ein Gerät hat schon den Geist aufgegeben. Ein Bluetooth-Empfänger, der im Studio verbaut ist, mit dem man sein Handy mit dem Mischpult kuppeln kann, der macht nichts mehr. Den habe ich jetzt zurückgeschickt. Der hat wahrscheinlich einfach nur die Faxendicke gehabt. Ja. Ich bei Radio Unerhört. Die mit ihren seltsamen Handys. Ich steig aus. Ja. Mal gucken, wie lange das nächste Gerät hält. Tu mich wieder in die Kiste. Ja, aber der ist jetzt zurückgeschickt. Mal gucken, ob der repariert wird oder ob es direkt ein Austauschgerät gibt. Hm. Ob der Fehler überhaupt noch auftritt. Ja. Und dann schauen wir mal, was der macht und was wir dann da einbauen. Ja, wir hatten ja an einen anderen Ausstiegsgrund für diesen ja. gedacht. Nämlich daran, dass die Leute vor lauter Ungeduld den fisseligen Mini-Knopf zum Kuppeln dieses Geräts in den Stick reinstampfen. Nee, der Knopf ist in Ordnung, der tut auch. Ja. Das Gerät verbindet sich auch. Es kommt nur dann kein Audio durch. Okay. Weil laut den Fehlermeldungen, die ich da rauslesen konnte, irgendein Software-Update fehlgeschlagen ist. Oh, okay. Ja, also Firmware ist kaputt, würde ich sagen. Ja, aber Software-Update kann der ja irgendwie gar nicht selber machen, oder? Doch. Okay. Offensichtlich. Eigentlich dachte ich auch, dass ich das anstoßen muss, weil ich das in der Software die Funktion dafür habe. Mhm. Aber eigentlich hat der auch gar kein Internet, wenn ich da mal so drüber nachdenke. Ja, das denke ich nämlich auch. Ja, ja, der kommt nur dran durch diese Software, mit der ich überhaupt dieses ganze Audionetzwerk steuern kann. Mhm. Und dann mit dieser Software erst die Brücke zwischen Software aus dem Internet holen und darin weiterleiten herstellen kann. Mhm. Sonst ist das nämlich auch physisch voneinander getrennt, dieses Netzwerk. Vielleicht ist er ja genau daran gestorben. Ich war physisch getrennt. Ich habe das aber nie gedrückt, dass da Update läuft. Vielleicht wollte der das, aber vielleicht ist da ein Verfallsdatum eingebaut. Wenn du bis da nicht upgedatet hast, wirst du auf Fehler geschaltet. Ja, keine Ahnung. Ich wunderte mich nur über ein Gerät, was als fehlerhaft in der Liste drin stand. Hm. Und wie ich dann bei dem Tag der offenen Tür, haben wir halt so den Hörerinnen und Hörern das Angebot gemacht, bringt doch mal eure Lieblingsmusik mit, das reicht auch, wenn die auf dem Handy ist. Mhm, das können wir hier einfach abspielen. Und hätte gereicht gehabt. Ja, als ich den ersten kuppeln wollte, irgendwie, ja, gekuppelt hat's, aber es kommt kein Audio durch. Und dann, ja, Moment, was war das da für ein Gerät, was rot in der Liste auftaucht mit einem ganz komischen Namen? Stimmt, der Bluetooth-Empfänger fehlt sonst. Ja, dann wird der das wohl sein. Mhm. Ja. Zum Glück kann man Handys noch mit Kabeln verbinden, und wenn es das USB-Kabel ist. Ja. So ging es dann auch. Ja, trotzdem. Es ist irgendwie, wie heißt das so schön, der Vorführeffekt, der geht in beide Richtungen. Hm. Richtung 1, das Gerät ist kaputt. Warte, ich zeige dir, das Gerät funktioniert. Ja. Vorführeffekt 2, hier, ich habe ein ganz tolles Gerät. Das funktioniert ganz toll. Gerät ist kaputt. Ja. Das sind die beiden Möglichkeiten Vorführeffekt. Hm. Positiv und negativ. Letztlich beides ärgerlich. Ja. Ja. Ja, dafür habe ich, wie soll ich mal sagen, an Schäden registriert, eine abgerissene Klorollenhalterung im barrierefreien Klo, einen defekten MD in Studio B. Also irgendwie, weiß nicht. Hm. Es ist irgendwie schon ein bisschen was. Aber ich meine, ist klar, wenn du viele Leute da hast, dann geht auch ein bisschen was kaputt. Ja. Neulich war Karneval. Stimmt, habe ich ganz verdrängt. Du magst Karneval nicht? Ich habe auf den Lahnbergen gearbeitet und ich habe zugesehen, dass ich mich verpieße, bevor der Marburger Karnevalszug die Stadt lahmlegt. Ah. Weil das ist dann immer der Umzug der Marburger Autohäuser, eins hinterm anderen. Hm. Und dann hast du einen Anhänger, das ist dann der Königswagen, da steht dann das neueste Coupé drauf oder Cabrio. Und das ist dann auf den Anhänger geschnallt und hat dann Werbung von dem Autohaus, von dem das ist. Und da fährt dann das Königs- oder Prinzenpaar rum. Mit. Also die fahren da echt Neuwagen zur Demonstration durch die Stadt. Ja. Also zu Ausstellungszwecken. Ja, und schreiben ihre Autohäuser dabei. Aber das Thema hatten wir auch schon mal in irgendeiner der früheren Frühschichten, dass alle Autohäuser in Marburg ja irgendwie von einem sind, außer das, wo du gesagt hast, wo dein Mörchi von war. Die Marke, die mit, hier kannst du die Namen ja nennen. Ja, noch sind wir ja, wobei wir sind ja noch nicht auf Sendung oder werden. Die Marke hört mit Pell auf.
Mit Pell. Genau, wie die Kartoffeln, die damit anfangen. Ja. Und das ist, ja, der erste Buchstabe, der stimmt, ist auch die wie so eine Kartoffel. Alle denselben Namen, die Autohäuser. Ja. Ja, aber was ist denn das dann für ein bescheuerter Karnevalsumzug, wenn da nur Autos aus... Hallo? Du musst ja auch mal das Marburger Hafenfest angucken, weil Marburg hat ja jetzt ein Hafenfest. Das ist Moment, wo ist denn da überhaupt ein Hafen? Ja, da wird ein Hafen in die Lahn geschmissen, damit da Hafenfest gemacht werden kann. Ein Hafen ausgedacht. Und da gibt es grundsätzlich auch eine riesige Ausstellung der Marburger Autohäuser. Stimmt, so. Bei drei Tage Marburg beim Stadtfest ist mir schon aufgefallen, ja, was da an Autos da an der Lahn rumsteht. Ja, da machen sie das auch. Die große Show der Marburger Autohäuser. Ja. Das ist denen irgendwie ganz wichtig zu zeigen, dass Marburg Autohäuser hat und auch ganz wichtig, diese Autos dann alle an der Lahn auszustellen, damit alle Leute gucken können, was ein Auto ist. Als ob du in Marburg nicht genug Autos in Weg hättest. Und dafür wird dann nämlich auch der Radweg da gesperrt. Da darfst du dann nicht mehr Radfahren, weil da stehen ja die ganzen Autos. Und die sollen ja alle, da sollen die Fußgänger ja nicht reingeknufft werden durch so böse, marodierende Radfahrer. Hm. Pfui. Nee, also. Also das finde ich blöd. Autos da nur ausstellen. Ja, ich finde das. Marburg ist doch keine Autostadt. Marburg hat eine Autobahn mittendurch und Marburg hat Autohäuser. Also müssen in Marburg auf jeder Festivität kulturellen Inhalts Autos ausgestellt werden. Na toll. Es ist, ich weiß nicht, warum die Leute nicht in der Lage, ja, wahrscheinlich, weil die Fußwege so schlecht sind, die in das Industriegebiet führen, wo die ganzen Autohäuser stehen. Und deswegen muss jeder ein Auto haben, um zu einem Autohaus zu fahren und sich dort ein Auto anzugucken, weil zu Fuß da, weiß nicht, ist nicht dran gedacht worden. Dafür sind die immerhin alle auf einem Fleck und nicht quer in der Stadt verteilt. Ja, aber du brauchst ein Auto, um zum Autohaus zu kommen, um dir ein Auto auszusuchen. Und ich frage mich, wie nimmst du, wenn du jetzt ein Auto da kaufst, wie nimmst du das denn wieder mit? Lässt du dir das dann einpacken und in den Kofferraum oder? Also wir haben ja tatsächlich ein neues Auto gekauft vor einem Jahr. Das haben wir dann abgeholt in diesem Autohaus. Das habt ihr, aber da ist einer mit einem Auto hingefahren und ihr seid mit zwei Autos zurück. Oder habt ihr euch mit dem Taxi hinfahren lassen? Ich bin da mit dem Zug hin und dann mit dem Bus und dann mit einem ordentlichen Fußweg. Das heißt, du bist dahin gelaufen und bist danach berädert zurückgekommen. Genau, ich wusste ja, also erstmal hin nur Fahrzeugbrief holen, dass ich es anmelden kann. Dann in die Stadt Schilder holen und so und dann dahin Auto abholen und ich weiche das mit mal ein Zug, wenig Bus weg. Und Auto, Fuß, ja. Also effektiv zu Fuß geholt. Hm. Ja, so bin ich ja auch mein Auto losgeworden. Da bin ich dann auch zu Fuß wieder von weg, von dem Autohändler. Ja, du hast da schon recht lange kein Auto mehr. Ja, seit 2004 nicht mehr. Boah, das ist schon. Weil, das ist lange bevor das cool war. Ja, es ist vor allem vollkommen sinnfrei da, wo ich wohne. Ja, du wohnst wirklich an einer wirklich großen und wichtigen Bushaltestelle. Ich wohne quasi in der Bushaltestelle, wenn das nach den nächtlichen Geräuschen geht. Ja, aber also du kommst, wenn du aus der Haustür gehst, direkt mit einem Bus in alle Richtungen. Ja, wenn er denn mal fährt und nicht gerade mir sozusagen seine kalte Schulter zeigt oder gar das Heck. Mit der Nummer, in die ich gerne eingestiegen wäre, vor mir wegwedelt, weil ich natürlich vorher nicht auf die Uhr gucke und auch keinen Busfahrplan habe. Ich habe ja nicht mal so eine RMV-App. Ja, aber das ist doch auch ganz praktisch. Ja, dann kannst du halt in eine andere Richtung fahren oder in eine andere Richtung warten. Ja. Aber ist tatsächlich die meistfrequentierte Haltestelle, die es in Marburg gibt. Hm. Und die sagt dann auch, Übergang zum Schienenverkehr. Ja, der Bahnhof ist auch direkt daneben. Also zum Bahnhof hast du auch nur eine Minute Fußweg, wenn überhaupt. Ja. Eher weniger. Kann zwischendurch noch von den Bussen überfahren werden? Ja, da muss man ein bisschen gucken. Da muss man wirklich sehr gucken. Zumal ja der Marburger, die Bushaltestelle Hauptbahnhof, also Hauptbahnhof, Hauptbahnhof, richtige Seite Hauptbahnhof und nicht Hauptbahnhof Ost oder Südbahnhof Nord oder so. Wir haben ja Südbahnhof West, Südbahnhof Nord gibt's jetzt. Mit der Konrad-Adenauer-Brücke, dann gibt es den Südbahnhof. Da gibt es auch zwei Haltestellen, da hält der Bus auch zweimal. Einmal auf der einen Seite, dann macht er eine 180er-Wende und dann hält er auf der anderen Seite nochmal, sodass der Bus dann zweimal sagt, bim, Marburg Südbahnhof. Und wenn du dann weiterfährst, bim, Marburg Südbahnhof. Und mittlerweile hast du dann nämlich, wenn du rausfährst und an die Konrad-Adenauer-Brücke kommst, Marburg Südbahnhof Nord. Nein. Ganz so krass sind sie nicht. Den haben sie dann tatsächlich weiterhin Konrad-Adenauer-Brücke genannt.
Immerhin. Aber der Bus, der durchfährt und nicht den Südbahnhof streift, sondern quasi nur an der Adenauerbrücke hält, der sagt dann Marburg Südbahnhof Nord. Ui. Oh wei. Ja, und dann gibt's Hauptbahnhof Ost. Das ist quasi einmal über den Ortenberg stehe ich drüber, auf der Schälzig, wie der Kölner oder der Mainzer sagen würde. Und also auf der falschen Seite. Und dann gibt es halt Hauptbahnhof. Und Hauptbahnhof gibt es, glaube ich, der Hauptbahnhof, Busbahnhof hat auch nochmal irgendeinen speziellen Namen. Also ich finde es super, wie viele Bahnhofshaltestellen wir mittlerweile haben. Genau, und beim Südbahnhof gibt es nämlich auch noch Südbahnhof West, meine ich. Das ist dann quasi, wenn du über die Brücke laufen musst, um zum eigentlichen Südbahnhof zu kommen, da ist auch noch eine Haltestelle. Oh wei. Ja, die führt dann auch ganz wild in die Wildnis von Kappel und andere Geschichten. Also aber jetzt hast du kein Auto mehr und das seit 2004. Ja. Und hast du es einmal bereut? Ich habe das insgesamt zweimal bereut und dafür aber ungefähr 40 Mal nicht bereut. Also bereut habe ich das einmal, als ich sah, dass die Leute oder als irgendein Busstreik war. Da habe ich das einmal bereut, weil da fuhren alle anderen zur Arbeit und ich musste zu Fuß. Und dann habe ich es einmal bereut, als es morgens so richtig bös, ne, das war eine andere Geschichte. Da habe ich mich gefreut. Also zweimal habe ich die Autofahrer beneidet, bis mir dann aufgefallen ist, ich muss nie wieder Scheiben kratzen. Ja. Ja. Und das ist wirklich so ein Ding, das hab ich 40 Mal genossen, dass ich nicht kratzen muss. Aber natürlich, wenn du so ein Auto zur Verfügung hast und es funktioniert, es fährt, das ist genau wie mit Audiotechnik, genau wie mit Studio, genau wie mit allen Dingen. Wenn sie funktionieren, sind sie super. Und dann findet man auch total schade, wenn man es nicht hat und es funktioniert bei anderen. Aber ich habe das mittlerweile in meinem Leben so oft miterlebt, dass Dinge auch kaputt gehen. Und dass diese Dinge, wenn sie kaputt sind, dir noch viel mehr auf den Zahn gehen, als wenn sie gar nicht da sind. Ja. Und da habe ich so gemerkt, nee, ich musste zum Schluss mit dem Wagen, musste ich alle 2 Jahre zum TÜV. Dann musste ich einmal im Jahr musste ich losfahren, um mir einen Anwohnerparkenzettel zu holen an eine Stadtwerke. Und das waren quasi die Events oder die Punkte, wo ich das Auto persönlich bewegt habe. Zum TÜV und um mir Anwohnerparken zu holen. Ja. Das heißt, ich bin mit der Karre zu 3 Terminen im Jahr gefahren. Und den Rest stand es einfach nur die Reifen eckig. Und da habe ich gesagt, nee, hat keinen Sinn. Wozu soll ich mir eine Karre halten, wenn ich so zentral wohne? Wenn ich mir im Zweifelsfall ein Auto auch leihen kann? Das ist ja immer noch die Möglichkeit, du kannst dir immer noch einen Wagen leihen. Du hast ja trotzdem noch einen Führerschein. Ja, ich bin ja noch nicht so ganz kaputt deswegen. Ja. Und da muss ich halt ein bisschen organisieren, um mir ein Auto zu leihen. Aber die ganze Organisiererei, ein Auto zu haben, dass du nicht fährst, sondern dass eigentlich nur auf dem Anwohnerparken sich die Räder platt steht, ist doch vollkommener Unsinn. Tja. Und da stand dann der TÜV an, da habe ich gesagt, Leute, ich brauche das Auto auch nicht, um laut Musik zu hören, obwohl ich da eine feine Anlage drin hatte. Aber dann habe ich beschlossen, die können sie gleich mit übernehmen, weil die baue ich mir nicht aus und stelle sie mir zu den anderen feinen Anlagen ins Haus. Es war einfach, die Zeit war vorbei. Ja. Was fürs Marken damit, ne? Also bist auch vorher schon Bus gefahren, obwohl du das Auto noch hattest. Ja, ich habe das Auto vorher, ich hatte das eine Zeit lang auch ausgeliehen an eine Person, die in Kölbe wohnte. Also eine Professorin, die irgendwie neu angefangen hatte und das Erste, was sie irgendwie bei ihrem Haus, wo sie eingezogen war, war ihr auf dem, so ein Brauchwassertank irgendwie im Dach, also auf dem Dachstuhl oder so. Da haben die, glaube ich, Regenwasser für Zisterne, für Klospülung und so. Und da hat es einen Wasserschaden gegeben, das Ding ist durchs ganze Haus gelaufen und dann mussten die Bude erstmal trockenlegen mit Trocknern und dann musste die für die Zeit in eine andere Wohnung und dafür brauchte sie dann halt ein Auto. Dann habe ich ihr das Auto halt geliehen, gesagt, hier, was weiß ich, weiß gar nicht, was ich da von ihr genommen habe, aber die Karre war deswegen Vollkasko, ohne Selbstbeteiligung, also hätte sie einen Bums mitgebaut, dann wäre das im Prinzip mit Vollkasko gegangen. Und da habe ich es auch einfach drauf gelassen, weil zu faul, das alles wieder umzumelden, auch wenn es mich natürlich viel Geld kostete. Ne? Aber dann habe ich das Auto mit einer Arbeitskollegin mir geteilt, als ich das dann nach 3 Monaten oder 4 Monaten hat sie mir das dann zurückgegeben, gesagt, Dankeschön und
Dann habe ich das mit einer Arbeitskollegin geteilt. Für die war das dann nachher aber auch blöd, das Auto erstmal zu holen und dann wieder irgendwo hinzustellen und so. Die hat sich das ein paar Jahre hat sie das mitgemacht. Dann ist sie zu Carsharing gegangen, weil sie sagte, ich habe Carsharing für den gleichen Preis hier mitten in der Oberstadt quasi. Ich falle in die Garage rein und bin in diesem Auto. Und dann hat sich das einfach nicht mehr gelohnt, ne? Mittlerweile hat sie ein Auto, ich kann mir ihr Auto auch mal leihen. Habe ich auch gemacht, um einmal zu Radio T nach Chemnitz zu fahren. Und habe da aber gemerkt, es kommt noch eine andere Geschichte hinzu, nämlich Sekundenschlaf. Und ich bin auch deswegen immer weniger Auto gefahren, weil ich einfach gemerkt habe, ich schlafe unweigerlich nach 5 Minuten Autofahren ein. Oh, ja, das ist auch nicht gut. Und das, dann habe ich 2004 gesagt, als der nächste TÜV anstand, komm ey, zum Autohändler wirst du es noch schaffen, da schläfst du auch nicht Sekundenschlaf. Ne? Aber habe die Karre dann verkauft, gesagt, ist mir auch egal, wenn es einfach, sag mal, wenn es ein bisschen Geld drauf gibt, meine Winterreifen noch mit reingepackt, dass auch der Keller leer war, ne? Und habe die Karre dann einfach weg und gut ist. Und mit dem Sekundenschlaf, das habe ich tatsächlich, als ich auf dem Weg nach Chemnitz war, war das kein Problem, aber auf dem Weg von Chemnitz zurück, da habe ich das wieder gehabt. Und da habe ich gemerkt, hilft gar nichts, ich halte an, ich lege mich flach oder was weiß ich, mach einen Sitz zurück und versuche zu pennen oder so, hellwach. Das ist bei mir gekoppelt an Brummgeräusche. Ja. Also dröhnen, Ventilator dröhnen, also selbst ein Beamer in einem Hörsaal, wenn der mir über dem Kopf geschraubt ist, schläfert mich total ein. Also Daisy pennt im Auto auch ja ziemlich schnell ein. Nicht beim Fahren, wenn sie fährt, nicht, aber ja, als Beifahrerin dauert meist nicht sehr lange. Dann schläft sie, wenn es nur so halb ist. Ich kann überhaupt nicht schlafen im Auto. Ich würde dir das mal gerade rüberreichen, damit du nicht ganz so sehr im... Ein Schlückchen habe ich noch, aber... Genau, damit du nicht ganz so sehr im Vorlauf bist. Ja, also ich bin da wie hypnotisiert. Also wenn du willst, dass ich irgendwie wegdöse oder so, dann musst du eigentlich nur einen Ventilator anschalten oder einen Beamer oder irgendeine rauschende Lüftung, irgendwas in der Richtung, und ich muss da nur sitzen, ohne mich zu bewegen. Und dann geht das ganz schnell. Ja, das war ja bei uns so ein Thema. Wenn wir das E-Auto haben, das macht ja wesentlich weniger Geräusche wie vorher das Dieselauto. Ja. Kann man da überhaupt noch schlafen im Auto? Ja, das geht genauso gut. Es ist ja trotzdem irgendein konstantes Geräusch, ja, auch von Reifen abrollen und so und Windgeräusche da. Das geht ganz genauso gut. Vielleicht sogar besser, weil es ja leiser ist im Gesamten. Ja, also bei mir ist das wirklich das Dröhnen, also das wirklich dieses dauernde, gleichbleibende Geräusch bei gleichbleibender Bewegungslosigkeit, weil selbst am Steuerrad, da machst du ja nicht Pogo. Da sitzt du ja, hältst das Ding, drehst es ab und zu ein bisschen, musst wie die Hölle aufpassen beim Rausgucken. Du starrst im Grunde immer in eine Richtung. Ich krieg doch auch, wenn ich lange fahre, Nackenschmerzen. Ja, also du bewegst dich nicht, und das in Verbindung mit irgendeinem, was weiß ich, sei es eine Lüftung oder irgendwas, sei es einfach ein Rollgeräusch. Also ich verkrampf richtig im Nacken richtig so. Gerade wenn ich lange fahre und zwinge mich nicht, dann mal den Kopf ab und zu bewegen. Ja. Wenn ich ab und zu den Kopf bewege, geht's, dann ist kein Problem. Muss ich mich halt aktiv dran erinnern, dass es weh tut. Ja, das ist klar. Wenn du irgendwie dich da verkrampfst und bewegst dich gar nicht, das ist klar. Ja, und ich wollte dich auf Karneval ja raus. Genau, habe ich schon ganz wirkungsvoll abgelenkt. Ja, ich war in Gießen beim Karneval. Und da war ein richtig schöner Umzug mit Motivwagen und so. Ohne Neuwagen. Ohne Neuwagen auf Wagen von Autofirmen. Mit teilweise auch alten Treckern. Sehr schön. Aber das waren eher wenige, waren eigentlich viele LKWs. War sehr laut teilweise und flogen viele Kamellen. Der Kleine wollte natürlich viel sammeln. Ist klar. Da habe ich ihm dann geholfen, bis dann irgendwann flogen so alberne Deutschlandhüte. Oh. Die so bei Fußball-WM und so, ne, aufgesetzt werden. Und der Kleine war ganz froh, was Größeres zu fangen wie nur Bonbons, bis dann eine Frau kam und ihm das aus der Hand gerissen hat. Wo ich dann wirklich zur Höchstform aufgelaufen bin. Okay. Kind reißt man nichts aus der Hand, wenn es das vor allen Dingen auch noch zuerst gefunden hat. Ja. Oder gefangen hat. Dann haben wir uns woanders hingestellt.
Weil sie nicht gehen wollte oder was? Ach, da fingen dann noch an, irgendwelche Verwandten mit zu diskutieren. Mhm. Da war mir dann zu doof. Ich dachte, wir müssen hier zum Spaß haben und ihr nehmt einem Kind nichts weg. Mhm. Dann müsst ihr euch selber besser anstellen. Ja. Habt ihr euch das zurückerobert? Ja, ich habe denen das wirklich dann aus der Hand gerissen. Ja. Als die es gerade in eine Tasche stecken wollten. Okay. Und, nee, das Kind war nämlich dann auch bös und ja, nee, aber alles zum Guten. Ja. Klingt wie Münsteraner Karneval, den habe ich auch mal versehentlich mitgemacht. Okay. Münster ist ja so eine eben nicht Hochburg des Karnevals, aber Münster in Westfalen bildet sich ein, es wäre sowas wie Köln. Mm. Und Münster, da habe ich es nämlich auch erlebt, da ging's nämlich, da gab es den gleichen Kamelle-Konflikt. Ja. Ich habe da einfach versehentlich mit im Rosenmontagszug gestanden, habe ein bisschen geguckt und stand offenbar, habe ich einer Person hinter mir als Windschatten gedient, sprich als Kamelle-Abprallfläche, sodass das Zeug gar nicht bis zu ihr flog. Und die hat mich auch angeranzt wie nix, ne? Achte ich auch, wie humorlos. Vor allem für so ein paar blöde, billige Bonbons. Das ist ja jetzt auch nichts Hochwertiges, was da. Was ich sehr lustig finde, eine hat vom Karneval aus Köln tatsächlich was mitgebracht, Uster Altstadt. Das waren dann original verpackte Haribo-Bärchen mit Spezialaufdruck. Mhm. Und da stand, und so Schoki und so ein Zeug. Und da stand dann auch, jetzt weiß ich nämlich, wie das heißt, dieses ganze Zeug. Das nennt sich Wurfware. Ja. Ja. Also Kamelle kannst du kaufen als Wurfware. Ich glaube auch, das gibt's extra dafür. Ja. Darf ja nicht viel kosten. Ja, ja, das ist dann so Billigheimer. Damit man viel davon kaufen kann. Schmeiß in die Gegend und ja, also ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich eine eigenständige Bezeichnung trägt. Ja. Wurfware. Ja, also Gießen, das waren so ein paar 60 Wagen. Oh. Also jetzt auch nicht so klein. Ist schon ziemlich viel. Ja. Ja, und so viele Autohäuser haben wir in Marburg nicht. Ja, nee, tatsächlich war es auch recht vielseitig und ja. Hat auch Spaß gemacht. Bei einem Wagen gab es auch Bier. Mhm. Aber nicht geschmissen, hoffe ich. Nee, das haben sie so runtergereicht okay. In so einem runden Träger, wo so 4 Plastikbecher reinpassten. Okay. Da habe ich tatsächlich auch einen ergattert. Okay. War licher so vom Geschmack. Bier runtergereicht. Ja, ja, das war so ein LKW, war recht hoch. Ja, ich stelle mir das jetzt gerade tatsächlich als Wurfware vor. Also, Schütt. Ja, genau. Möchtest du ein Bier? Ja, Schütt. Ja, oh nee, tatsächlich ein Bierchen. Habe ich mit meiner Schwiegermutter da geteilt. Mhm. War auch nicht viel. Ja, geht ja um die Geste. Ja, aber das fand ich nett. Das ist eine lustige Idee. Und dann haben wir hier im 2 Dörfer weiter in Heuchelheim. Mhm. Ist auch immer Karneval, recht groß auch. Und da fährt seit eh und je mein Onkel mit dem Traktor, der hier bei mir immer steht. Okay. Und habt ihr die Lämpchen einfach dran gelassen? Die Lämpchen vom Winter, nee, die haben wir ja abgeschmückt. Das war ja nicht mal rollfähig. Ja. Die gingen ja so durch die Reifen, dass man das Fahrzeug wirklich nicht bewegen konnte. Nee, den haben wir abgeschmückt. Leider. Ja. Sah eigentlich schön aus. Aber wir haben ihn abgeschmückt. Nee, und er wollte einen Traktor haben, ja, hat einen Traktor geholt für den Karnevalsumzug und ist mal losgerömpelt. Sagte aber auch, ich bin ja jetzt auch schon älter und 2 Stunden ohne Klo und das ist ja auch schon anstrengend zu fahren. Also durch die Blume hat er mir gesagt, ob ich es vielleicht dann irgendwie nächstes Jahr oder so. Okay. Er hat noch nicht direkt gefragt, aber da habe ich dann halt echt auch lange überlegt. Er möchte, dass sein Trecker weiter auf dem Umzug mitfährt. Ja, das ist irgend so ein Geflügelzuchtverein, der den Wagen dann gestaltet. Okay. Also wir fahren eigentlich den Wagen oder er fährt den Wagen dahin, stellt den eine Woche vorher hin, die bauen da ihren Aufbau drauf, der eigentlich immer derselbe ist, nur mit anderen Motiven dann. Und mit einer neuen Jahreszahl, ne? Genau. Und hinterher bauen die das wieder ab und dann wird das halt wieder mit der Traktor wieder zurückgefahren. Und ja, eigentlich habe ich so einen Eindruck, er möchte nicht mehr. Und habe ich halt echt überlegt, ob ich das machen will und ich weiß es noch nicht so ganz, aber ja, ich würde es auf jeden Fall nächstes Jahr mal ausprobieren. Ausprobieren würde ich das einmal. Ja, das danach, ist bestimmt auch schon cool. Danach kannst du ein Buch drüber schreiben, wie ich einmal in Heuchelheim den Geflügelwagen im Karnevalszug fuhr. Vor allem hinten sitzen lauter große Hühnerfiguren drauf. Ja, dann musst du das machen. Das ist ja quasi wie prophetisch. Dann musst du das machen. Echt? Da kommst du aber auch nächstes Jahr. Ja, da muss ich leider hinkommen, ja. kannst du auch mitfahren. Oh, yay, ich sitze auf dem Hühnertrecker. Ja.
Wir können uns dann ja auch noch irgendwie so Kämme aufbauen. Ja. Und können uns einen dritten Arm umschnallen, wie das Bierhähnchen. Nee, das können wir aber, also, ja, Hühnertrecker fahren. Das klingt nach einem lustigen Plan. Das klingt nach einem lustigen Plan, da würde ich mitmachen. Gregor fährt den Hühnerwagen. Ein Hühnertrecker. Ja. Nee, das wäre tatsächlich so eine Geschichte, das kann Mama machen. Ja. Mal gucken, ob ich Spaß dran finde. Eigentlich fahre ich gern mal mit dem Trecker. Das ist dann halt auch mal so ein Zeitding. Ja. Habe ich dann Zeit, ne? Das ist mein Onkel ist in Rente, der kann natürlich immer zusagen. Ja. Ja, mal schauen. Er muss halt gucken, dass die Bundesbahn notfalls ihren Fahrplan um dich rum arrangiert, ne? Ja, nur. Jetzt muss ich Trecker fahren. Trecker fahren, ja. Oh, da war er wieder. Den wollte ich schon die ganze Zeit erzählen. Der ist so doof. Der ist so bekannt. Dieser doofe Witz. Klein Fritz, du kennst den immer, ne? Kommt einer an die Tür. Ding dong. Klein Fritz macht auf. Ja, ist deine Mama da? Nein. Ja, wo ist sie denn? Ja, die ist vom Trecker überfahren. Ach, der Witz. Ja. Den können wir jetzt komm, lass uns den stundenlang erzählen. Na gut. Ja, und dann. Ja, und dein Papa? Vom Trecker überfahren. Den gibt's auch nicht, der ist auch vom Trecker überfahren. Ja, und bist du dann jetzt hier ganz alleine? Und was machst du denn dann? Trecker fahren. Ja. Der Treckerwitz. Das ist einer von denen, die muss man einfach vernünftig erzählen. Das ist genauso bescheuert wie... Nein, will ich den jetzt erzählen? Nein. Komm, mach. Ah, okay. Ah, nee, wie ging denn der? Ich glaube, dieses Bier macht doof. Da steht noch eins, ne? Ja, aber das macht mich hier gerade ganz dun. Dann trink aus. Trink aus, werd noch betrunkener und dann erzähl einen Witz und vergess die Pointe. Ja. Ja. Eieieiei. Ja, meinen tollen Witz, habe ich. Warum ist denn hier 50 Cent Pfand auf die Bierflaschen? Vielleicht, weil es Bollerflaschen sind. Ja, das sind auf jeden Fall andere Flaschen. Normal sind Plopflaschen 15 Cent, aber die haben eine andere Form. Diese Düsseldorfer Bierflaschen wie die Plopflaschen, die man sonst kennt. Vielleicht macht Düsseldorf das einfach ein bisschen schlauer. Das sind eigene Bierflaschen dafür. Ja, eigene Brauerei. Ich habe mich nämlich schon gewundert, die Form ist anders, aber denn die 50 Cent kosten? Ja, dann kannst du die direkt bei der Brauerei zurückgeben, vermutlich. Also die habe ich im Supermarkt gekauft. Ja. In Mettmann, eine Supermarkt, der hatte von diesen ganzen Düsseldorfer Brauhäusern diese Bierflaschen eben da im Kühlregal. Ja. Dann dachte ich, das ist praktisch. Dann haben die wahrscheinlich eigenes Pfandsystem, dass sie sagen, hier, dann machen wir... Die Literflaschen waren 60 Cent. Okay. Ui, das ging ja schon wieder eine Qualmwolke hier durchs Studio. Ja. Das ist jetzt das Schlüsselbier. Du meinst... Da standen wir auch vor dem Brauhaus. Und das ist wirklich, das ist ein sehr, sehr schönes Gebäude. Mit viel so Backsteinen und außen dran hängt ein großer, goldener, großer Schlüssel. Ah ja. Ups. Geht das? Ja. Oh. Wir haben hier einen sehr großen Tisch, an dem wir sitzen. Ja, ich bin auch ein bisschen ausgewichen hier. Wir müssten uns sehr strecken, um uns die Hände reichen zu können. Ja, und nachdem ich auch umgezogen bin, damit ich nicht so geblendet werde durch die geschlossene Jalousie, Und da das eine Außenrundung ist, an der du da sitzt vom Tisch, ist ja, rolle ich sozusagen immer etwas weiter weg. Das ist wie die Sonnen- und Mondumlaufbahn. Und dadurch bin ich jetzt einfach einen vielen Kilometer weiter weg. So, jetzt gucke ich mal. Nochmal auf die Bierflasche schauen, was da so drauf steht. Auf der Bierflasche ist weiß Goldenes mit einem Schlüssel. Und das ist auf Weiß gedruckt. Und ist Gold und Weiß ist ganz schlecht. Drumherum in der Mitte trinkt eine Halbfigur, so nennen die sich Bier. Also setzt es sich gerade ans Gesicht und darum gibt es einen Hopfen- und Gerstekranz, einen stilisierten Schlüssel, der quasi von links unten nach rechts oben führt und dann ein seit 1850 und jetzt kommt was ganz Schlimmes, wir hatten es doch eben mit Manufaktur. Oh nein. Handwerklich gebraut. Ja, okay, das ist okay. Nein, das ist bei Bier ja wirklich das ist so. Genau dasselbe, weißt du, die Manufaktur-Blablas, die war so, hier ist jetzt richtig Text drauf. Ja, aber Bierbrauen ist Handwerk, das ist so. Handwerklich gebraut mit regionaler Braugerste und Hallertauer Aromahopfen. Jo, den gibt's oft. Da war er wieder, der Aromahopf. Der Aromahopf. Ist immer noch nicht beschrieben als Tier. Nee, wieso? Ja, der Aromahopf, den wollte ich doch beschreiben, das ist auch wie der Wiedehopf. Dann müssen wir das wohl mal machen. So, und jetzt kann ich hier nicht lesen, weil das alles so wunderbar klein, trotz Brille. Bereits zweimal mit Gold beim European Beer Star ausgezeichnet. Wollen wir weiter Werbung machen? Nein, ich finde, ich rede weiter von Füchschen.
Fischchen. Fischchen. Fischi. Fischchen. Fischen. Hast du den Rotfusch? Der Rotfusch. Rotfusch schon gesehen. Prost. Ja, die helle. Riecht ähnlich wie das Fischen. Ja, wie das letzte, was wir hatten. Ja. Hatte also auch wieder diesen leichten. Ist aber so eine leichte stechende Note dabei. Die hatte der andere aber auch. Echt? Die habe ich nicht gerochen. Ja, vielleicht habe ich eine andere Nase. Also genug dran geschnüffelt. Deutlich süßer. Ja. Das macht doch auch in die Richtung Malzbier. Ja, das macht bestimmt Breite. Ja, das hat ja auch 5 Umdrehungen. Die anderen hatten ja 4, noch was. Ja, wir steigern uns. Also wir haben jetzt die höchste Umdrehung. Wir sind jetzt warm gelaufen quasi. Ja. Ist das die richtige Bezeichnung dafür? Warm gesendet, weil wir meinen ja Podcast. Wir sind jetzt warm gesendet. Ich komme mal wieder rum. Ups, und ich glaube, die Sonne ist jetzt unter dem Dachgiebel. Soll ich die Jalousie wieder hochmachen? Also sie ist auf jeden Fall, piekt sie nicht mehr durch die ganzen, wer hat da die ganzen Löcher reingemacht? Welche Löcher? Ja, da wo der Faden das durchgeht. Da hat irgendeiner die ganzen Löcher reingemacht und da hat sie mich durch in die Das Kupille war dieser arme Sau beim Hersteller, die den ganzen Tag beim Locher am Fließband stehen. Das ist echt ein schwieriger Job, du. Ja, früher haben die ja immer das Endlospapier vom Drucker gelocht. Ja, das. Da ist es wirklich schwer, weil da saß dann einer hinter und der musste das dann immer so zusammenfalten. Ja, ja. Und das ist sozusagen das Lehrlingsstück, was du da hinter dir hängen hast. Das ist von so einem Endlosbanddrucker, Nadeldrucker, Papierhersteller, das Lehrlingsstück. Ah, ja. Und da siehst du auch, da hat nicht so ganz geklappt. Oder es war das Schülerpraktikum. Mit dem Geknitterten. So ist ja, das. Ja, Traktoreinzug nennt man das übrigens. Traktoreinzug. Ja, mit den perforierten Blättern. Ach so, ich kenne das als Leporello, dieses Endlospapier. Also ich weiß, dass der Modus mit den Löchern und den Führungen nennt sich Traktoreinzug. Das schreibe ich mal so in die Themenliste. Trak, Tor. Klingt ja auch so ein bisschen wie jemand, der mit einem Hühnerwagen Trecker fährt. Genau. Ja. Das ist der Traktorfestzug. Ich sollte dann vielleicht noch so Chicken Nuggets essend auf dem Traktor sitzen. Das wäre eine Idee. Wir können, oder wir schmeißen Chicken Nuggets. Chicken Nugget Wurfware. Komm, das ist doch. Oder Eier werfen. Oh, noch besser. Hallo, Patsch. Fest versaut. Ja, oder Eierlikör. Eierlikör kippen. Finde ich ja was absolut Widerliches, Eierlikör. Eierlikör ist total lustig, wenn du den mit den Fritzlarer Feuerwehrfrauen trinkst. Ach. Oder so. Nein, ich hatte mal ein Erlebnis. Ja, ein Erlebnis in der Waggonhalle. Die haben mal aufgeführt, ein Theaterstück. Ich komme nicht auf den Namen. Es ging darum, dass 4 Jungs arbeitslos und die haben dann gemeinsam eine Nacktband gegründet. Eine Nacktband. Ja, so, also die haben sich dann sozusagen als Nacktmach-Jungs hingestellt. Also die haben Stripper, genau. Gut, dass du es sagst. Vielleicht weißt du auch noch den Namen des Stücks, den weiß ich nämlich leider nicht. Also die haben eine Manstrip-Gruppe gebaut und das haben die dann in der Waggonhalle nachgespielt und haben das eben auch angesagt. Und das war dann Vorführung for Ladies Only, glaube ich. Ja. Und da waren dann die Fritzlarer Feuerwehrfrauen, die haben sich dann irgendwie die ersten 2 Reihen irgendwie organisiert und haben dann da Eierlikör zugebechert. Und da hat auch mein früherer Mitmoderator, der war unter anderem einer der Schauspieler, die dann eben mit auf der Bühne, die haben sich dann... Der nackig da stand. Ja, die haben sich dann als haben Feuerwehruniformen angezogen und haben mit denen dann gestrippt. Und das ist ein ganz bekanntes Stück. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Ich habe auch schon länger nicht gesehen. Die haben es schon länger nicht mehr im Programm. Aber das war ein Gegacker. Dann weißt du auch, warum das Eierlikör heißt. Ich habe jetzt mal Feuerwehrstripper in die Shownotes geschrieben. Muss ich jetzt eigentlich hier anklicken, dass das eine Explicit-Folge ist? Nee, ich habe ja noch gar nichts gesagt. So. Aber mich hat in diesem Stück 1 am meisten beeindruckt. Das war reine Theatertechnik. Diese Typen diskutierten ja erstmal lang und breit miteinander. Und wie sie das dann machen wollen und ah nee, der eine dies, jenes, welches nicht und blabli, ne? Und zum Schluss haben sie dann natürlich ihren Auftritt auch gehabt und dann waren sie wirklich für eine Viertelsekunde waren sie nackt, da war das Licht aus. Einfach nur nach dem Motto, wir wollen sie nicht zu sehr outen. Und da war eine Stelle, da musste einer, sprang hinter die Bühne, der wollte irgendwie die Wand hochlaufen, weil der wollte irgendwie zeigen, was er alles für tolles Tricks kann als Skateboarder oder ich weiß nicht, so als Sportler.
Und dann hat man ihn nur so die Wand tap tap und dann hörte man hinter dem Bühnenvorhang Klatsch. So richtig und au. Also wirklich, als hätte der sich voll auf die Fresse gepackt. Ne? Passiert. Hatte er natürlich voll simuliert. Das heißt, er hat einfach nur vor die Wand geklatscht und dann boom auf den Boden und au gesagt. Aber das in dem Moment, das fand ich richtig krass. Da ist bei mir dann im Kopf wirklich dieser Film, ich weiß, das war ein Trick, aber dieser Film einfach weitergelaufen. Ich sah ihn jetzt, boff. Ne? Hat das ja funktioniert. Und seitdem, Illusion. Also das ist das, was ich quasi aus dem Theaterstück mitgenommen habe. Tricks funktionieren. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich mir immer nur so ein Killefit, so Einzelheiten so merke. Aber Ladies Night hieß das, glaube ich. Aha. Das könnte der Titel gewesen sein. Hm. Und die haben das relativ häufig vorgeführt und aufgeführt. Und dann, wenn du dann, nee, Friedel Häuser Feuerwehrfrauen waren das. Die Friedelhäuser Feuerwehr. Oder Friebertshäuser Feuerwehr. Also Friedelhausen ist so bei Lolla, also halb das zwischen Gießen und Marburg. Friebertshausen gibt es hier auch irgendwo, oder? Nee. Na, dann waren das die Friedelhäuser Feuerwehrfrauen. Ja. Ich fand das Schild so super. Die Friedelhäuser Feuerwehrfrauen. Ja, haben sich da bei den Feuerwehrstrippern geschlossen angerückt und sich den Abend zugelötet mit Eierlikör. Ja, hier gab es beim Bäcker Eierlikör-Kreppel. Mhm. Das fand ich zu fies. Ich mag ja kein Eierlikör. Aber die Schwiegermutter gleich. Ja. Den Begriff Oma Kreppel, den durfte ich nicht ganz so laut sagen. Ja. Aber was es gab, Kreppel mit Schokolade drauf, Kokos drauf und innen drin so eine Buttercreme mit Kokosfüllung. Wie so ein Raffaello schmeckte das. Also ein Raffaello-Kreppel. Ja. Die waren richtig gut und die Bäckereiverkäuferin sagte auch, ja, die gibt es jetzt vielleicht noch maximal 14 Tage. Mhm. Okay, dann nehme ich erstmal die drei, die dann noch in der Theke liegen. Nehme ich erstmal alle. Es waren nur noch die drei. Ja, Gregor geht einkaufen. Gregor kauft den Mettmann. Ja, hungrig zum Bäcker ist. Nee, die gab's hier. Okay. Die gab's hier beim Bäcker, nicht in Mettmann. Nein, aber du neigst ja auch dazu, Bratwürstchen aufzukaufen, wenn du irgendwo bist und da war eine lecker. Ja, das war ja auch in Thüringen. Mittlerweile kriege ich ständig Werbung angezeigt für irgendeinen Thüringer Bratwurstversand. Bratwurstversand. Ja, das gibt's. Du kannst dir da, ich nehme mal an, tiefgekühlte Bratwürste bestellen. Da muss aber an dem Tag da sein, wo sie geliefert werden, ne? Ja. Ja. Wobei, die sind in so Trockeneis und so dann wahrscheinlich. Ja, irgendwie musste sie ja, dass sie den Transport überstehen. Oh Mann, wie wär's mit Kühltransport? Weiß ich nicht. Temperaturgeführte. Ich habe ja keine bestellt. Temperaturgeführte Transportketten nennt man das. Ich suche ja immer noch einen Metzger, der hier in der Gegend gute Thüringer Bratwürste macht. Ich habe schon einen gefunden, der macht immerhin Thüringer Bratwürste, aber die waren nicht gut. Okay. Ja. Und dem einfach mal sagen, wie die gut gehen, das kannst du auch nicht, weil du das Rezept nicht hast, ne? Das sollte sich doch finden lassen. Also ich weiß, dass Ei drinne ist im Wurstbrät. Das stand nämlich dabei, bei dem, die ich in Thüringen gekauft habe. Ja, für Eiallergiker, ne? Ja, und auch Zutatenliste, ne? Mhm. Und so rein, die von der Konsistenz ist die halt auch anders, sodass das mit dem Ei durchaus hinkommen könnte. Okay. Ja, wenn sie Ei draufschreiben, sollte Ei drin sein. Ja. Weil die also wenn ja du mal in Thüringen bist, so in Erfurt oder in Weimar oder in Gera oder so, ess eine Thüringer Bratwurst. Und da fällt mir auch ein, dass es jetzt vor kurzem in Thüringen ein Bratwurstmuseum eröffnet hat. Ah, ja. In Mühlhausen mit einer begehbaren Bratwurst. Begehbare Bratwurst, das wiederum erinnert mich an den begehbaren Enddarm zum Darmkrebsmonat. Tut mir leid, Wurst und Darm gehört bei mir zusammen. Ja gut, die Hülle ist ähnlich, ne? Ja, du könntest diese begehbare Bratwurst ja jetzt auch in einem begehbares Enddarmmodell parken. Was denn? Hast du Kopfkino? Da erinnere ich mich, Hessentag Wetzlar, gab es auch einen begehbaren Darm. Mhm. Der aber nach 3 Tagen abgebaut wurde. Mhm. Ich habe immer nur gehört, dass der da ist und dass man da unbedingt hin soll. Mhm. Dann wollte ich da hin und dann war der abgebaut. Ja, schade. Ja. Haben sie die Luft wieder rauchen lassen. Blöd. Aber wir planen ja irgendwann mal einen Trip nach Thüringen, nach Mühlhausen, ins Bratwurstmuseum, um da eine Sendung zu machen. Wenn du möchtest, nehmen wir dich gerne mit. da müsste ich jetzt tatsächlich
müsste ich mich jetzt ganz schwer am Riemen reißen, nein zu sagen. Also du kommst mit. Okay. Sag mal, was sage ich hierzu? Was ist in diesem Bier? Es schmeckt sehr malzig. Morgen würde ich das, glaube ich, alles sagen. Nee, mache ich nicht. Ich fahre nicht auf dem Hühnertrecker in und ich sag doch, hier, doch, du wolltest den Trecker fahren. Ich sag hier gerade Dinge wegen Bier. Das ist gemein. Ja, wenn man einfach gleich mal Feierabend, dass ja, wir so weitergeht. Oh, nee. Ist ja noch gar nicht zu Ende hier. Ja. Nee, ja. Mühlhäuser Bratwurstmuseum habe ich im Fernsehen was von gesehen. Und wir haben vom Quatschbrötchen aus überlegt, ob wir da nicht mal hinfahren und da eine Bratwurstsendung machen. Aber du bist sehr herzlich eingeladen. Ja, wenn es um die Wurst geht, weißt du ja. Würde ich sagen, klingt durchaus angemessen idiotesk. Ja, wir haben ja auch mal ein Interview, oder ich habe ein Interview gemacht mit dem, Moment, das muss ich nachgucken, Verein zur Förderung des Ansehens der Blut- und Leberwürste. Ja, da erinnere ich mich dunkel dran. Die habe ich mal interviewt. Verein zur Förderung des Ansehens, das ist ein Schweizer Verein. Ich sag nur temperaturgeführte. Ach, guck, die sind ja am 3.10. in Mühlhausen in Thüringen. Wie geil. Der Verein zur Förderung der... Ja, ich bin auf der Webseite von denen. Oh nein. Ja, geil. Oh, am 3.10. schon was vor. War das nicht unser Nationalheiligtag? Ja, das ist ja auch... Also Thüringer Bratwurst ist doch aus unserer westdeutschen Sicht auch so eine Art Wiedervereinigung. Das ist doch mal eine Feierlichkeit zum 3. Oktober. Ja, und das gefeiert vom... Ja. Vom Verein... Also die sind da zu Gast. Die Veranstaltung heißt Bratwurstlade. Bratwurstlade. So, nee, Bratwurstiade, das... Bratwurstiade. Bratwurstiade. So wie Olympiade. Und ich komme auf der Webseite vom Bratwurstmuseum raus in Thüringen. Uh-huh. Bratwurstiade. Da gibt's auch Spiele. Da gibt's Bratwurstspiele. Oh nein. Nein. Wurstwerfen, Wurfwurst, Weitwurf, Weitflug. Das Volk braucht Brot und Spiele, behaupten schon die alten Römer. Thüringen braucht seine Bratwurst und Spiele, meinen in Anlehnung an dieses Motto die Mitglieder des Vereins Freunde der Thüringer Bratwurst e.V. Sie verknüpfen diese beiden Elemente bei der Bratwurstiade, die jährlich am ersten Samstag nach dem 3. Oktober im Umfeld des ersten deutschen Bratwurstmuseums stattfindet. Oh wei, hin. Da fahren wir hin. Ich sehe hier Bilder. Hin. Ich guck mal, im Bildschirm drehen kann. Hier steckt jemand in einem Bratwurstkostüm. Oh Mann, ja, genau wie der Hotdog. Ja. Das ist eigentlich, siehst du, dieses Modell nur an Dackeln. Ja. Oh, oh wei. Da gibt's auch noch Sackhüpfen mit Bratwurst. Wursthüpfen. Wir fahren nach Thüringen. Kopfkino. Wir machen da Podcast. Kopfkino. Das ganz schlimme Art. Vor allem... 3. Oktober hatten wir vor, in Harz zu fahren. In Harz? Ja, das ist da nicht weit weg. Okay. Bratwurst, die Erde. Ich muss das jetzt erstmal in den Kalender schreiben. 3. Oktober, wobei hier stand was von Samstag. Von erster Samstag nach dem National. Ja, und hier stand Bratwurst, die Erde. Hier steht noch kein genauer Termin. Ja. Aber vielleicht ist ja der 3. Oktober dieses Jahr an einem Samstag. Nee, ist an einem Donnerstag. Ja. Das kriegen wir noch raus. Und ist das Wochenende danach, denke ich. Ist ja noch ein bisschen hin, bis Oktober. Stimmt. Aber auch nicht mehr so lange, ne? Ja, nee, da das sollte. Ist ja bald schon wieder Ostern und dann ist wieder Halloween. Da könnten wir uns also auch schon mal dann irgendwie ein Hotelzimmer irgendwo, dass wir dann da auch Bratwurst essen können. Bratwurstiade. Ich finde das super. Bratwurstiade. Oh Mann. Das hier schon hier. Veranstaltungskalender auf der Webseite. Bratwursttheater? Ja. Mhm. Bratwurst-Mittelalterfest? Ah ja. Die sind flexibel mit der Bratwurst, das kann man sagen. Ja, Würste sind ja sowieso flexibel. So wie Hackfleisch die Formmasse der Hausfrau ist, so ist die Wurst das, wo alles rein kann. Wo sich der Metzger mit austoben kann. Ja, das ist Metzger-Wurstware. Ja, nee, wir fahren mal nach Thüringen, finde ich gut. Oh wei. Bratwurst, die Jade, dann können wir auch mit dem
Ach so, und dieser Schweizer Verein? Dann können wir eigentlich auch einen Wurstkoffer packen, ne? Dann können wir einen Wurstkoffer packen. Einen 132-teiligen Wurstkoffer. Gab's doch in der Titanic immer. Ja, ja, ich kenne diese Bilder. Aber dieser Verein, Verein zur Förderung des Ansehens der Blut- und Leberwürste, ist ein Schweizer Verein. Hm. Und den habe ich das Interview geführt und dann fiel mir auch im Gespräch erst auf, dass die unter Blutwurst und Leberwurst eigentlich was ganz anderes verstehen wie wir. Wir kennen das ja eher so auf Brot zum Essen, ne? Mhm. Die essen das als Hauptgericht zu Kartoffeln und so. Ja, das kenne ich aber auch. Das habe ich noch nie probiert irgendwo. Also das hat mit mir mal 1986 oder 87 eine Frau gemacht. Mhm. In Bochum, als ich da noch zur Ausbildung war. Und die hat Blutwurst gebraten. Das zerfällt dann so bröckelig. Und hat das dann auch zu, ich weiß nicht, ob es zu Grünkohl, aber auf jeden Fall auch Kartoffeln und so. Fand ich nicht so prickelnd. Ja, das ist aber auch, glaube ich, kommt sehr darauf an, wie die Wurst gemacht ist. Ist das wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Also der Hauptbestandteil Blutwurst enthält tatsächlich eben Blut. Ja, also ich esse Blutwurst sehr gerne, aber ich habe sie noch nicht als Hauptgericht gegessen, sondern auch nur als Beilage. Ich habe die nur einmal, wie gesagt, und die Frau, die hat mich tatsächlich letztens auch mal angerufen, weil die mich im Internet gefunden hat. Aber zu einem sehr traurigen Anlass, sag ich mal, da die Ermordung der gemeinsamen Klassenkameradin in Bochum. Ah. Und da hatte ich mal, also seitdem hat... Über was wir letztes Mal hier gesprochen haben. Ah ja. Ja, und die hat irgendwie mal gemeint, sie müsste mal Blutwurst wieder machen und hat mich da irgendwie zum Essen eingeladen. Und ich fand das... Ich meine, da war ich jung. Ich will nicht sagen, ich brauchte das Geld, aber für das Geld habe ich die Ausbildung gemacht. Probiert und halt auch mal. Probiert habe ich es, aber so wirklich mit d'accord war ich nicht. Ja, mal Feierabend, oder? Jetzt schon. Dein Bier ist noch gar nicht alle. Ja, da ist so viel aber auch nicht mehr drin. Ja, aber ich glaube, wir können allmählich mal so überlegen. Abschließend sollten wir noch eine Frage stellen. Okay. Welches ist das Beste der drei Biere? Waren ja von der Machart dieselben. Also sind die eigentlich wirklich gut vergleichbar? Also ich würde sagen, das, was wir als letztes hier hatten, das Schlüssel. Das sage ich auch. Aber ich bin generell... Deswegen wollte ich es mir zum Schluss aufheben, weil ich es als malzig und süßlicher in Erinnerung hatte. Die anderen beiden habe ich auch mal getrunken, aber von dem Schlüssel schon ein paar mehr. Also ich sag mal so, mein Lieblingsbier könnte es nicht werden. Das, da haben sie alle drei nicht getroffen. Ist halt eine Biersorte, die du hier auch so gar nicht kriegst. Ja. Dieses Altbier ist mehr so wirklich so ein Düsseldorfer Ding. Ja. Das kriegst du ja schon nicht mal mehr in Köln. Ja, es ist eher so ein Ruhrgebietsding. Ja. Und Köln ist ja gerade eben nicht mehr Ruhrgebiet. Ja, die haben ja ihr eigenes, ich sag jetzt mal Getränk, ich weigere mich das Bier zu nennen. Ja, du meinst das mit ganz ohne Kohlensäure. Ne? Ja, und diese absurd kleinen Gläser, also ich ziehe da einen Freund von mir aus der Kölner Gegend immer mit auf. Du bist relativ schnell mit so einem Glas durch. Ja. Das Problem ist aber, dass dann ja das nächste kommt und nicht was anderes. Wenn du schnell genug wegläufst, kommt kein nächstes. Ich schreibe noch in die Themenliste, in Köln gibt es kein Bier. Zum Provozieren. Ah, ja. Oh Mann, wie filigran. Ja, gibt's kein Bier. Das heißt eigentlich, es gibt kein Bier auf Hawaii. Es gehen zwei Leute in die Kneipe in Köln. Da stellt der einen Kölsch und da sagt der andere, ich hätte gern eine Orangenlimonade. Dann sagt der Erste zu dem Zweiten, ja, warum nimmst denn du eine Orangenlimonade? Ja, wenn du kein Bier trinkst, dann trinke ich auch keins. Ja, die guten alten. Die Kölschwitze. Wenn wir schon bei Witze sind, nee. Kommt ein schmutziger zum Schluss. Nein, der ist mir immer noch nicht eingefallen. Ich weiß nur noch die Pointe. Ja. Und das ist ziemlich albern, weil jetzt eine Pointe zu erzählen ohne den Witz ist doof. Ja. Soll ich es trotzdem machen? Mach mal. Sag mal, hattest du nicht das Wasser im Knie? Punkt. Jetzt dekonstruiert ihr mal, was das wohl für ein Witz gewesen sein könnte, der mit Wasser im Knie punktet. Ja. Da denkt jetzt mal drüber nach. Da denkt drüber nach. Und schreibt uns Kommentare. Oder schickt uns Fragen. Aber irgendwie von den Fragen sind wir hier weggekommen. Ja, oder sagt einfach, den kenne ich. Oder so. Und dann erzählt uns mal, wie der Witz vorne ging. Helft Oma Heike mal auf die
Gedächtnissprünge, weil ich habe hier gerade drei seltsame Dinge getrunken und finde, ja. Ich nenne die Folge Oma Heike. Oh, hä. Und Opa.